Whitney ist Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimms und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Whitney's Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimms und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Death to the New World Order! Ja, hier ist der Detlev von Wake News Radio, Wake News TV. Heute am ersten Sendetag live am 3.1.2013 und ich wünsche euch allen erstmal ein schönes neues Jahr. Ja, und da gibt's erstmal einen Applaus für euch. Ja, ist doch super, Mensch, dass ihr alle hier heute eingeschaltet habt bei mir in der ersten Sendung 2013. Und ihr wisst, bei mir gibt's immer spannende Sachen, wie immer, logisch. Und man kann während der ganzen Sendung hier auch bei mir mitmachen. Man kann zum Beispiel die Chaträume nutzen. Die sind einzusehen und zu bedienen unter wakenews.net, Wake News Radio. Da gibt's auch schon wieder eine ganze Menge hier. Das schreibt einer hier. Detlef, frohes neues Schaffen. Jawohl. Okay, hier wünscht sich jeder da ein frohes neues Jahr. Genau, das wird das Jahr schlechthin, gell? Okay. So, und man kann natürlich auch während der ganzen Zeit mir hier Informationen, Kommentare und was weiß ich, Fragen oder so zuschicken unter radio@wakeness.net. Das ist meine E-Mail-Adresse. Freue ich mich schon, ne? Hat's doch, glaube ich, schon einiges hier. Können wir ja so während der ganzen Sendung reinschicken. In der Regel mache ich das so, dass ich dann doch einige vorlesen kann, je nachdem, was anliegt, wie viele reinkommen und so weiter. Ne? Okay. Das vielleicht mal so schnell vorab. Und was ich auch gerne tue, ist mich zu bedanken, dass so viele Künstler, Musiker mir ihre Musik zur Verfügung stellen, dass ich sie hier in meinen Sendungen spielen kann und nicht nur bei meinen, ne, sondern auch bei United We Strike oder irgendwelchen anderen. Bringe ich die mit rein? Einiges wurde auch schon viel in Amerika gespielt. Ja, Amerika ist ja groß, ne? Großes Land. Okay, und wir hörten da so eingangs hier von Monkey Breeze Dance Party New Mix. Ja. Dann hier von Copyright. Er hat mir ein Dings hier reingeschickt, den neuen Song. Entgleiste Euphorie. Weiß ich gar nicht, ob der hier auch mit zuhört jetzt hier. Keine Ahnung. Okay, hier, schau wieder, Ralf Uwe Hill ist auch da, schreibt hier, frohes Neues, Detlef, bleib halt zurück. Okay, ja, Mann, ey, hier ist der Copyright, unter welchem Pseudonym versteckt der sich eigentlich, ne? Also der hat das hier reingeschickt, ne? Also, wie auch immer, okay. Ja, super, klasse, dass ihr alle da seid. Und wie gesagt, wer immer noch Lust hat, hier mal was reinzuschicken an den Detlef von Wake News Radio, kann das tun unter radio@wakeness.net. Einfach mal ein MP3 reinschicken und ich höre es mir an und dann schauen wir mal, wie wir es reinpacken. Gell? Oder? Jo, also ist schon mächtig was los. Und wir haben ja auch heute eine ganz wichtige Sendung, weil wir das Jahr neu einläuten. Und aus dem Grund gibt es natürlich da auch viel zu sagen, was grundsätzlich ist natürlich, damit wir so ein bisschen wissen, was wir eigentlich dieses Jahr zu tun haben, oder? Ich meine, ich will euch ja nicht sagen, was ihr zu tun habt, aber so ein paar Gedanken will ich da schon reinstreuen, ne? Meinen Senf dazugeben, wie das andere ja auch gerne machen. Ne? Ja, und vielleicht noch so einen kleinen Rückblick auf das letzte Jahr. Alle haben gedacht, die Welt geht runter, aber nein, wir stehen immer noch wie das Fähnlein im Wind, ja, und werden auch dieses Jahr für uns nutzen, für uns alle, für uns Menschen, ja, denn wir brauchen das, wir müssen in diesem Jahr was bewegen und alles andere war ja gut, mal durchzuspielen, ja, wir haben auch immer unsere Augen offen und unsere Ohren auf den Gleisen, ja, das wisst ihr, wenn irgendwas los ist, wird sofort darüber berichtet, gell, oder, und wir lassen uns nichts gefallen, oder? Ja, seht ihr, glaube ich, auch so. Ja, und
Das, jo. Deswegen steigen wir doch einfach mal ein in Medias Res, wie das so schön heißt. Haben doch schon die Lateiner früher alles uns erzählt, wie es geht. Und da hat es das auch schon alles mal gegeben. Also es nudelt sich immer irgendwie nochmal von Neuem durch, was alles so gewesen ist. Aber irgendwie schaffen es dann doch diese Kräfte und Mächte im Hintergrund, ja, ist alles wieder zu ihren Gunsten zu drehen. Aber ob das es dieses Jahr schaffen, werden wir sehen. Hier. Schauen wir mal. Okay, also, ich habe den Titel der heutigen Sendung so gewählt. Das Jahr des Wandels in 2013. Aktionsplan. Wake News Radio TV. Ja, und wie ich das immer mache, sollte es einer noch nicht gefunden haben. Ich schreibe immer zu jedem, also in der Regel, zu jeder Sendung einen Artikel. Veröffentliche das bei mywakeness.wordpress.com. Da kann man dann die Dinge nachlesen, die Links finden und natürlich später auch die Aufzeichnung. Denn das mache ich ja gerne. Ich mache dann immer ein Video von der Sendung. Okay. Ja, Leutchen, wir sind bereits mittendrin. Geschäftig laufen die Matrix-Ameisen durch die Gegend. Keiner wünscht sich mehr ein neues Jahr. Die Kassen sollen in 2013 wieder ordentlich klingeln. In den Kassen der uns kontrollierenden Bagage, die noch immer glaubt, dass es ihr gelingen wird, uns alle in die totale Sklaverei zu führen. Wollt ihr die totale Sklaverei? Nein! Also schallt es jedenfalls aus den inzwischen tausendfach angestiegenen Resistance-Nestern, die sich allerorts auf der ganzen Welt aufgebaut und gebildet haben, weltweit, weil diesmal der NWO-Faschismus gleich die ganze Welt, also zumindest ist die der von NATO und CIA kontrollierten Regionen, also die CIA operiert auch unter verschiedenen Decknamen, so zum Beispiel unter Al-Qaida oder Al-CIA da und noch vielen, vielen anderen. Nein, nur so als kleiner Hinweis. Die schreiben also nicht immer auf ihre Anzugsjacke, ne, auf den Ärmel schreiben sich alle drauf CIA, also nicht CIA, sondern CIA, meinte ich. Sondern die haben also, ja, also die machen das nicht so, ne, wie hier bewaffnete Uniformierte in der BRD. Okay, das ist ein anderes Thema. So, also, nochmal da weiter. Also zumindest wollen sie das in dem von ihnen kontrollierten Gebiet der NATO und CIA gerne machen, nämlich der uns versklaven soll, dieser Faschismus, und nicht nur einen Teil, ja, wie es schon unter A.H. versucht wurde. Ja, wer das nicht weiß, wer das ist, darf ich gerne anschreiben. Ich gebe ihm mal einen Hinweis. Gell? Nun ja, das klingt recht martialisch, ist es aber gar nicht. Denn für effizienten Widerstand gegen die neue Faschismuswelle, initiiert und gesteuert durch die kleine, in Anführungszeichen, Elite, die ich die DIMMs nenne, die dominante irrsinnige Minorität, ja, ist die Abkürzung, reicht schon einfach das klitzekleine Wörtchen Nein. Korrekt. Wenn nämlich viele Millionen, viele Milliarden Menschen Nein sagen, dann geht nichts mehr im DIMMs Kaiserland. Dann ist nichts mit Krieg führen, Leute abmurksen, spionieren, Rechte wegnehmen, drangsalieren, ausbluten, verhungern lassen und vieles mehr. Dann ist nämlich das Bewusstsein erwacht, das Bewusstsein, dass man selbst aktiv werden muss, um seine Rechte, sein Wohlergehen, seine Freiheit sicherzustellen und zu erkennen, dass es jedermann betrifft, und ein sich zusammenschließen ein sehr erfolgreicher Weg ist, mit Masse eindrucksvoll diese Ziele zu erreichen. Dann ist es auch nur noch ein Katzensprung zum Wohlstand für alle.
für Harmonie, für Miteinander statt Gegeneinander, dann können die wirklich großen Ziele für die Menschheit angepackt werden. Dann ist das nicht nur eine Sache einer klitzekleinen Anzahl von, in Anführungszeichen, Megareichen. Ja, da spreche ich ja nicht von Millionären und Milliardären, das ist ein Furz dagegen. Ne? Ich spreche von Leuten, die so viel haben, dass wir es gar nicht mehr zählen können. Es geht gar nicht mehr in die Rechenmaschine einzutippen, so viel ist das. Ne? Denn diese Megareichen, deren Familien uns seit geraumer Zeit Pisacken und Kleinen zu halten versuchen. Hier nun sind schon die ersten sichtbaren Ergebnisse erreicht worden. Die Matrix oder Massenmedien, die als Propaganda-Instrumentarien dieser kleinen Elite fungieren, verlieren täglich an Lesern, Nutzern. Die neuen Medien machen erhebliche Fortschritte. So konnte zum Beispiel Drudge Report, das ist ein US-Medium, das vor allem auch systemkritische Berichte verlinkt und fördert, sein bestes Ergebnis seit Bestehen erreichen, denn über 1,1 Milliarden Mal wurde dieses Internetportal in 2012 angeklickt. Habt ihr auch einen Link zu deren Statistik gegeben. Kann man also nachschauen auf dem Artikel bei myweakness.wordpress.com. Ja, und auch die Widerstände der Bevölkerungen in der Welt gegen die offensichtlich hirnrissige Politik der Regierungen, sich auf Kosten der Bevölkerungen zu bereichern, indem dort die Sozialausgaben massiv gekürzt, die Wirtschaft zerstört oder verjagt, ne, global, ne, verlegt. Ne. Erstmal vollstopfen, die Taschen, ne, mit Subventionen hier, Subventionen da, und dann schnell das Headquarter und Produktionsanlagen. Ja, Headquarter kommt auf die Kaimaninseln, ne, oder aufs Bermuda-Dreieck, ne, wo man keine Steuern mehr zahlt. Und die Produktionsanlagen, irgendwo hinter China, irgendwo in den Bergen und so weiter. Okay, das wisst ihr. Ja, was gehört ja alles den gleichen Leuten, ne? Warum? Ne? Also, okay. Ja, muss ja mal gesagt werden, ne? Also Wirtschaft zerstört, verjagt, die Gebühren und Steuerschrauben massiv angezogen werden, nur um den eigenen Posten zu behalten, Schmiergeld zu kassieren oder ähnliches. Und diese Aktionen, ja, Widerstände dagegen, die ziehen eben an und bleiben aber überwiegend friedlich. Ja, schaut euch mal an, was da in Spanien los war. Da sind sogar inzwischen die Polizisten auf die Straße gegangen, haben sich entschuldigt, ne, dafür, dass die Kollegen oder vielleicht sogar selber, ne, den anderen mal so einen Gummiknüppel über den Kopf gehauen haben. Ne. Und gesagt, eigentlich müssten wir ja die Bankster und die Politiker alle verhaften und kassieren, aber das irgendwie so weit sind wir noch nicht. Okay. Ja, und nun müssen wir das Jahr 2013 als Jahr des Wandels sehen, wo sich die Verhältnisse ändern. Weg von der Allmacht weniger dominanter, mega reicher, irrsinniger Familien hin zur Masse der Menschen, die ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen müssen und gemeinsam eine für alle bessere Welt aufbauen sollen. Das ist eine Wunschvorstellung. Ne? Noch. Ne? Habe ich ja gelernt beim Ralf Uwe Hill. Ne? Muss man genau aufpassen. Kann, muss, soll. Ne? Also, diese sollen hier eine bessere Welt aufbauen. Das muss ja erst gemacht werden. Okay, so, sind wir dran. Und wichtig sind Solidarität und gegenseitige Hilfestellung. Ja, ihr wisst, ich habe hier das Projekt direkt hier vor der Nase, nämlich das jüngste Beispiel des Landwirts Martin Deschler, der in die Mühlen der Behörden geraten ist, weil er stört, weil seine Grundstücke will
und einfach Macht ausüben möchte, um ihn klein zu kriegen. Ja, und hier müssen wir eben mit anpacken und ihm zur Seite stehen. Aber ich weiß, ich habe inzwischen noch eine ganze Menge andere solche Fälle zugesandt bekommen. Es ist also nicht ein Einzelfall, den wir hier beleuchten, sondern eine Sache, die offenbar System hat. Und ja, ich sammle diese Fälle sehr gerne. Und im Rahmen dieser heutigen Sendung können sich da auch gerne welche melden. Allerdings müsst ihr dran denken, alles kann ich nicht so, ne, alleine machen. Ihr müsst mit anpacken. Wir müssen eine große Gemeinschaft werden und uns solidarisch verhalten. Das heißt, alle an einem Strang ziehen und gegenseitig uns helfen. Und dann ist man eben nicht mehr allein. Dann ist man nicht mehr machtlos, sondern dann ist die Gewalt und die Macht bei uns. Und zwar friedlich, ja, und rechtlich einwandfrei. Ist doch völlig klar. Was noch? Freiheiten und Rechte ausüben. Jeder muss anfangen, seine Rechte und Freiheiten auszuüben und sich nicht von irgendwelchen Dahergelaufenen einschüchtern lassen. Dies ist erste Pflicht für uns alle. Das heißt, jeder kann und soll und muss, eigentlich, ne, muss man nicht muss reinschreiben, ne, muss seine Rede- und Meinungsfreiheit ausüben und seine Grundrechte und Menschenrechte verteidigen. Ja, und eine Aktion dafür startet hier gleich auch bei Wake News, gleich im Januar 2013. Nämlich Reporter gesucht, Aufdeckung von Missständen, hier zum Beispiel Hartz-IV-Zustände zu dokumentieren. Was damit auf sich hat, können wir im Laufe der Sendung dann auch diskutieren. Ja, ja, und natürlich werden auch noch weitere Aktionen und Aktivitäten folgen. Wir müssen am Ball bleiben. Also packen wir es an und setzen wir den wichtigen ersten Spatenstich gleich jetzt. Ja, und das ist so im Prinzip mal die Stoßrichtung, ne, die ich hier so sehe für dieses Jahr. Denn, ja, wer da meinte, am 21.12.2012, da setze ich mich mal schön irgendwo hin, am besten auf eine Bergkuppe, ne, auf einem Hügel, oder sonst wo, und warte mal, ne, dass dann alles runterkommt und ich werde dann erleuchtet und dies und jenes und dann schauen wir mal, und mehr muss ich eigentlich nicht machen. Ne? Der hat sich natürlich ein bisschen darin getäuscht, dass alles automatisch funktioniert. Vieles wird geschehen, vieles tut sich von selbst, das ist klar, einfach weil wir ständigen Einfluss von außen ausgesetzt sind. Aber, und deswegen auch meine erste Sendung mit diesem Titel, wir müssen selber auch ein bisschen zu Potte kommen und ein bisschen beitragen zu all dem, was uns jetzt hier in diesem Jahr und fortan beschäftigt und zu beschäftigen hat. Denn wir wollen ja doch uns entwickeln, oder? Wir wollen ja doch dorthin, was uns so als Wunschbild vorschwebt, ja, in einer Welt leben, die nicht voller Grausamkeit, Brutalität, Gemeinheit, Ungerechtigkeit und vieles mehr besteht, sondern wir wollen doch eigentlich Schönes erleben. Wir wollen etwas Positives tun. Wir wollen der gesamten Menschheit, also allen, helfen, dass es allen besser geht, egal wo sie leben, egal in welcher Nation, in Fragezeichen, ne, Nation, ne, egal in welchem Erdteil. Allen soll es doch ganz gut gehen. Warum denn nicht? Ja. Alle Geschöpfe unseres Schöpfers. Ja, das mal so vielleicht zum Einstieg. Ja, und ich würde das gerne mit euch im Laufe der Sendung ein bisschen ausführlicher diskutieren. Gerne nehme ich auch da eure Vorschläge, Anmerkungen und so weiter auf und ein in die Sendung. Oder?
Ja, ich würde mal sagen, ganz wichtig ist es, dass wir vielleicht auch einen kleinen News-Überblick mal über uns ergehen lassen, ne? Damit wir sehen, es ist ja nicht so, dass die jetzt schon ihre Waffen alle gestreckt hätten, das ist ja klar, sondern die machen natürlich ihr Programm, versuchen zumindest irgendwie durchzuziehen. Und dann müssen wir dann sagen, hoppla, sorry, aber wir sind auch noch da. Das dürfen wir uns nicht alle so einfach gefallen lassen, denke ich mal. Sondern müssen da schon auch unseren Anteil daran haben, die Dinge mitzugestalten. Und das müssen wir halt machen. So. Und ich veröffentliche immer bei mir auf der Seite wakeness.net News. Alles das, was mir auffällt, was ich bemerkenswert finde oder wo es sich aus meiner Sicht lohnt zu berichten. Natürlich gäbe es hunderttausende Sachen, über die man berichten kann. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel über mich ergehen lassen. Sportsendung gesehen, ne? Dieses Neujahrsspringen, also diesen Ski-Zirkus, ja, der dann im Fernsehen lief. Habe ich mir auch gedacht, Leute, ihr habt ihr nichts Besseres zu tun. Ich meine, Skilaufen tue ich auch gern und alles, aber so viel Energie, so viel Kraft, so viel Medienpower, so viel Dinge da hinein zu investieren in so etwas und in die Darstellung, ob er jetzt ein bisschen zu weit nach links geflogen ist, zu weit nach rechts, ja, beim Skispringen zum Beispiel, ne? oder so, oder Slalom, ne? Dass er dann irgendeine Stange mitgenommen hat, aus Versehen, ne? Also wie akribisch dort berichtet wird, das ist ja alles wunderschön. Aber wenn genauso akribisch darüber berichtet würde, was uns allen auf der Erde angetan wird, ich denke, dann wäre der Spuk auch relativ schnell vorbei. Das ist eben auch so ein bisschen die Aufgabe hier von den neuen Medien, das zu übernehmen, weil die alten oder Massen- oder Matrix-Medien eben reine Propagandasender sind derjenigen, die uns hinter den Kulissen steuern, damit wir ja nicht uns solche Gedanken machen, wie ich es gerade eben erwähnte. Okay. Ja, und da fällt natürlich gleich einiges auf. Ich habe das auch wieder von den aufmerksamen Zuhörern und Zulesern zugesandt bekommen. Ich gehe das hier mal so durch, ne? So die wesentlichen Sachen. Oh Mann, ey. Und das ist natürlich nicht nur hier aus unserer direkten Region, ne? Da habt ihr doch sicher diese Schaumschlägerei in den USA mitgekriegt wegen des Budgets. Ne? Das heißt es Financial Cliff. Ne? Also extra auf Englisch, damit das hier keiner versteht. Das bedeutet, ne? Also quasi bedeutete das, wenn das nicht gelöst wird, dann wird die Regierung keine Chance haben oder so. Ne? Und dann, aber letztendlich sind ja alle gleich gesteuert von der gleichen Gruppe. Und die gleiche Gruppe, die dahinter steckt, sind die Bankster. Und die verdienen nicht daran, dass du denen irgendwas zurückzahlst oder weniger ausgibst. Die verdienen daran, dass du Zinsen zahlst. Weil Zinsen, das können sie wieder einsetzen in ihrer Maschine, können sie da beleihen. Außerdem war das vorher sowieso nicht da. Das schöpft quasi neue Schuld, ja. Und es ist ja immer noch ein gewisses Kollateral dagegen. Kollateral, wer das nicht weiß, was das ist. Masse, die dahinter steckt, ne? Allgemeines, nämlich das, was die Bürger zu Hause haben. Ne? Die haben natürlich nicht nur Haus und Hof und Vieh und Auto und was weiß ich, die haben dann auch noch ihre eigenen Kinderchen vielleicht. Also die kann man auch noch nachher versklaven. Und dann haben sie natürlich auch noch ihre Seelen. Und wenn man den spirituellen Kampf hier auch noch ein bisschen mit beleuchten, das wollen wir ja dieses Jahr auch ein bisschen machen, dann wissen wir, es geht nicht nur um Materielles, es geht auch um die Dominanz unserer Seelen. Ja? Aber das ist heute nicht der Schwerpunkt der Sendung. Okay, also wer das hier mitgekriegt hat, der fragt sich, ach so, ja, und der US-Senat sollte ja nun darüber abstimmen, ne? Und 3 Minuten bevor die Abstimmung startete über diese sogenannte Finanzklippe, ja, Financial Cliff, kriegten die jeder eine 154-seitige Beschreibung der Maßnahmen in die Hand gedrückt. Also so, hier habt ihr das auch noch und jetzt stimmt ab. Also
da hat wahrscheinlich noch nicht mal einer Zeit gehabt, die Überschriften zu lesen. Es ist alles nur eine Farce. Es soll uns nur wieder den Eindruck vermitteln, diejenigen, die als Puppen, die als Abgesandte dieser Bankster-Gangster im Hintergrund, was auch wieder nur ein verlängerter Arm eben dieser paar wenigen Familien, die ich die Dims nenne, und Einflussgruppierungen. Einer hat sich beschwert, das sind doch bestimmt nicht nur die. Okay, darüber will ich mich jetzt auch nicht streiten. Es sind auf jeden Fall relativ wenige, ne? Ja, die also da für die dort, ne, diese, das Gefecht machen, ne? Einfach damit, und alles schön vor den Medien, damit alle mitkriegen, wie schwer es doch die US-Regierung hat. Och, der arme Obama, der gerade eben ein paar zig Hunderte wieder mit Drohnen aus der Luft getötet hatte. Ne? Gleich als kleines Weihnachtsgeschenkchen. Ich glaube, er hat auch schon im neuen Jahr wieder etliche dadurch abmurksen lassen. Präferiert Zivilisten, Kinder, Frauen und Alte. Ja, okay. Ja, das ist also das. Und passend dazu ist natürlich die EU-Schuldenbremse. Das ist das sogenannte, der sogenannte Fiskalpakt. Das ist das Neusprech. Ja, da hat sich quasi, ja, wenn man das jetzt mal auseinander nimmt, Fiskalpakt. Fiskal heißt Steuern, ne? Also Abzocke. Ne? Da haben sie sich also alle zusammengerottet. Das, was wir auch machen müssen. Ne? Auf der anderen Seite, wir haben es etwas besser dann nachher im Endeffekt, weil wir ein bisschen mehr sind. Ne? 99,99 Periode oder so. Prozent, ne? Von der Weltbevölkerung sind ja wir, ne? Eigentlich. Ne? Gut, streiten wir uns nicht um ein paar 0,001 irgendwas. Ne? Ja, und dieses Neusprech steht ja eigentlich nur dafür, gut, die beuten wir jetzt noch mehr aus. Mehr Steuern, mehr Gebühren, Sozialabbau und vieles mehr. Was schmerzt? Weil es geht ja nicht nur um die Kohle, die haben die ja eh, brauchen sie ja gar nicht. Ne? Aus dem wird die aus dem Nichts geschrieben, im Computer, zack, zack, ne? Wie man will. Und wenn es nicht offiziell geht, dann eben inoffiziell wird gemogelt. Mogeln ist ja eine Spezialität eben dieser Gruppierung, wobei das ja ein nettes Wort ist. Man kann auch sagen, systematischer Betrug und so. Ne? Ja, und eben, es geht vor allen Dingen um das Miesmachen, um das Kaputtmachen, um das psychische Terrorisieren der Menschen, der Seelen, die danach nicht mehr richtig gut schlafen können, wenn sie wissen, ich habe so und so viele neue Rechnungen, die ich nicht bezahlen kann. Wie soll ich das je irgendwie schaffen, wenn ich dabei bei dem McDonald arbeite, ja, oder so. Ja. Ja, und in vielen Ländern, dazu gehört zum Beispiel auch die Region NGO-BRD, wirst du ja schon wegen 10 oder 20 Euro eingelocht. Da gibt es den Schuldturm, allerdings unter der Erde, ne, im Gefängnis, im Kellerloch. Gibt's so. Ne? Schicken Sie die mal auf den Hals, damit es auch noch ordentlich psychische Schäden hinterlässt. Oder kaputt machen. Das ist die Devise. Ja. Also, gut. Ne? Deswegen auch gleich diese Meldung. Netzagentur. BRD, ne? Abzocke 2013. Strompreise werden weiter steigen. Meine Frage, warum eigentlich? Ne? Habt ihr die schon mal gefragt? Man muss diesen ganzen Leutchen Briefe schreiben, wie sie auch im CO2-Quatsch. Das hört da bloß mit dem Mist auf. Ich will nicht mehr zahlen, ich will weniger zahlen. Mach mir ein Angebot, dass es ordentliche Preise bietet. Sonst muss ich mich selber versorgen demnächst. Ne? Da müssen wir auch wirklich anfangen. Dann hat jeder so ein Fahrrad zu Hause, macht er sich selber Strom, was soll's. Ja, wir müssen jetzt Aktionen machen. Oder? Irgendwie geht das schon. Weniger Strom verbrauchen, dann kommen sie eh in die Bredouille. Das hat uns die, wer hat uns das hier, die Ole hat uns das doch mal erklärt, oder? Wer war das? Melden. Gell? Hier, die sagte, wenn wir alle keinen Strom mehr nehmen würden, ja,
Also ihr könnt dann nach meiner Wiederholung einfach mal ausschalten. Dann kriegen die eine Überspannung. Dann haben die zu viel Strom in der Leitung. Dann sitzen die unter Strom und wissen nicht, was sie machen sollen. Dann müssen sie alles abschalten oder was weiß ich wohin. Ole wird uns das erklären. Das nächste Mal muss sie einen Stromvortrag halten. Hier. Oder? Zum Beispiel. Ja, also, versteht ihr, wir müssen dieses Jahr ein bisschen mehr machen als nur reden. Ne? Da muss einfach was gemacht werden, muss was passieren. Oder? Gell? Wunderbar. Ja, jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken hier, Mensch, Leutchen. Du. Pfefferminztee übrigens, gell? Ja. Also, das ist doch mal gewaltig, oder? Ich finde das schon, also, ja? Das sind schon Nachrichten. Und dann noch so ein paar kleine, so als Rückblick, ja? Oder? Sandy Hook, weiß doch jetzt inzwischen jeder, was das ist, oder? Das geht doch um den Batman-Film, oder? Ja, auch. Aber es ging um Connecticut, da gab es einen angeblichen Anschlag, ja, wo ganz viele Kinder ermordet wurden. Ja, und das ist eine ganz hochinteressante Geschichte. Ich will das also jetzt nicht zu sehr ausweiten, nur so zwei kleine Informationen. Also, gut, dass das alles schon vorher drin war in dem Batman-Film und so, und das schon seit Jahren. Ne? Also das ist etwas, was wahrscheinlich geplant war, schon lange vorher. Aber jetzt einer herausgefunden, hatte da so Zeugen befragt, die riefen in seiner Show an und sagten, jawohl, also in der Presse gab es die Meldung schon, dass es so einen Anschlag gegeben hat, bevor die Anschläge überhaupt passierten. Da hätte sich gewundert, weil die irgendwie so eine ganz besondere Sendung da immer verfolgt und dann hat sie auch die Uhrzeit genau gesehen und bla bla und so weiter. Und die berichteten über den Anschlag, obwohl er noch gar nicht passiert war. Okay, also ich habe da die Aufzeichnung, die kann man sehen lesen, ne? Und unter NWO, falsche Flaggartendate. Ist auf Englisch. Ne? Okay, wakenews.net, News zu finden. Und das wandert natürlich immer ein bisschen weiter nach hinten. Ne? Es gibt verschiedene Seiten für News und das rutscht immer nach hinten, je nachdem, was gerade sonst noch so Neues reinkommt. Und das andere war, er hatte, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, da gibt's Leute, die analysieren die Fotos der gezeigten Getöteten, Kinder oder was auch immer, speichern die ab und vergleichen die mit Fotos und Aufnahmen und Namen und all möglichen Dingen, die es sonst noch so im Netz gibt. Also es ist unglaublich, was da manche Leute im Netz also so machen. Ne? Und da habe ich ein Video gesehen, wo diese angeblich getöteten Kinder mehrfach anscheinend getötet wurden, weil die Bilder immer die gleichen waren. Ne? Also immer natürlich vom Alter her ein bisschen differierend, weil die wachsen ja auch, ne? Oder? Werden älter, ne? Und da hat man die gesehen, ach, die leben aber noch, ne? Weil da war gerade ein Facebook-Eintrag eben von dieser Person, ne, unter einem anderen Namen natürlich, aber die Gesichtszüge nebeneinander absolut identisch. Und dann konnte der das in seinem Video auf eine Familie reduzieren, die also natürlich mit, also eine Großfamilie mit Cousin und was weiß ich, und die also häufiger anscheinend in diesen Dingern mitspielen. Nicht unbedingt gemeint, dass die das bewusst tun, aber dass sie vielleicht unbewusst für irgendein Szenario gefilmt werden. Deshalb war die Vermutung, hoppla, vielleicht sind die Leutchen alle gar nicht tot, die man meinte. Ist ja auch sehr verdächtig, dass man die ganzen Leichen nicht inspizieren konnte von den Kindern. Sie seien zu sehr verstellt gewesen oder was sagt man richtigerweise, entstellt, zu sehr entstellt gewesen, sodass man es nicht hätte zumuten wollen. Dann dieser komische Auftritt von diesem einen Vater, der die ganze Zeit lachte und dann noch frug, also von demjenigen, der dort im Klassenzimmer ja ermordet worden oder sich selbst getötet haben soll als Täter. Ne? Und der Vater, der dann hinterher da vor einem Fernsehteam auftrat, der da vorher noch schäkerte und lachte und Späßchen machte und dann kurz bevor er dann also an die Kamera kam, ans Mikro, dann frug, soll ich von den Karten ablesen? Und dann irgendwie so, ja, ja, ne? All solche Dinge.
Ja, also schon merkwürdig, ne? Oder? Jedenfalls, diese Familie schien also häufig dort aufzutreten in solchen Dingern, und zwar immer mit ihren Kindern oder Cousins oder was auch immer, die eben auch mal jüngere getötete Kinder darstellten, und dann, und zwar alles bei diesen sogenannten als falsche Flagge Attentat vermuteten Attacken, ja, in den USA. Ich kann da nicht endgültig dazu sagen, ob das nun stimmt oder nicht. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil es ist schon alles, also im Prinzip ist ja alles möglich, ne? Also heutzutage. Vor allem, wenn man weiß, dass der Sinn und Zweck dieser Aktion offenbar war, den Leuten Feuer zu machen, Angst unterm Hintern anzuzünden, damit sie jetzt endlich der Entwaffnung der US-Bürger zustimmen, damit das politische Geheul diesbezüglich starten konnte. Gut. Ja, aber dass das eben hier nicht nur in der BRD so ist, dass mit ja so investigativer Journalismus ist hier auch nicht so gern gesehen. Wissen wir ja, mich haben sie jetzt schon ein paar Mal attackiert, ne? Okay, aber in China ist das auch so. Ne? Also investigativer Journalismus, nein, danke. China weist Journalisten aus. Ne? Der hat da so ein bisschen hinter die Machenschaften der Mächtigen geschaut. Da ist es ja auch nicht vielleicht. Kommunismus? Ja, für die anderen, aber für uns nicht. Ne? Für die Elite. Die stopfen sich alles in die Tasche und haben da ein lockeres, leichtes Leben mit jeglicher Kriminalität, die man sich nur so vorstellen kann. Betrügereien. Rauf und runter, das ist doch nicht viel anders als hier auch. Ne? Als beruhigend, oder? Weiß nicht. Okay. Gut, das habe ich gesagt, mit den Polizisten entschuldigen sich wieder gegenüber der Bevölkerung, dass sie zusammen nicht in der Lage seien, die wahren Verbrecherpolitiker und Bankster festzunehmen in Spanien, das habe ich gesagt. Ach so. Das vielleicht nochmal so ein bisschen zwischendurch. Ne? Geheime US-Geheimdiensttruppe. Ach, das gibt's auch. Ja. Nur kurz vorgelesen. Gefunden auf Telepolis, ein Blog von heise.de. CIA-Mitarbeiter werden durch eine supergeheime bewaffnete Einheit im Ausland bei riskanten Missionen geschützt. Ach, die müssen wir jetzt auch noch schützen, ja. Die dann die Verbrechen machen wollen. Okay, es wurde schon deutlich, dass US-Präsident Obama zwar die Soldaten noch weitgehend aus Afghanistan abziehen und keinen neuen Krieg mit massiven militärischen Interventionen riskieren will, sondern dass er verstärkt auf verdeckte Aktionen und Missionen von Spezialeinheiten und Geheimdiensten setzt. Das ist doch viel geheimer. US-Spezialeinheiten sind ja in mehr als 100 Ländern tätig, die in Zusammenarbeit mit Diplomaten und teils getarnt als Geschäftsleute sowie mit Unterstützung lokaler Kräfte oder auch durch bewaffnete Drohnen außerhalb der Öffentlichkeit Außenpolitik im Interesse der USA betreiben. Und der USA, wirklich? Achso, der US Corporation wahrscheinlich. Okay, statt Soldaten mehr Geheimdienstagenten, Diplomaten und Elitesoldaten vereint im weltweiten Kampf gegen das Böse! Gegen welches Böse, fragt sich da, ne? Gibt's da noch mehr Böse? Okay. Der Friedensnobelpreisträger, ja, der ist doch klasse, der Sprengstoffmeister Obama favorisiert mitunter im Nahen Osten und Afrika einen schmutzigen Krieg gegen den Terrorismus. Und meistens sind's ja die Bürger, die Terroristen sind, ne? Also in den USA ist das schon inzwischen so, ne? Weiß ich, wie viele Millionen da schon auf der Terrorliste sind, die den Mund aufmachen, investigativ sind, Fragen stellen. Wie kann man das machen? Das ist doch Terror! Zum Beispiel. Okay. Während er gegen den Rivalen China, ähnlich wie Bush vor 9/11, aufrüstet. Ja, bei China. Da macht er doch immer einen dicken Verbeuger da vor den. Okay. Ich will das nicht alles vorlesen. Könnt ihr nachlesen. Steht da bei News. Ist eben einfach nur mal wieder so ein kleines Beispielchen, was die alles machen. Und wollen wir das zulassen? Wollen wir das? Eigentlich?
Ja, also, ich weiß es nicht. Ach so, ja, ja, gut, das wird demnächst hier direkt. Also, ihr seid ja alle schon enteignet, das wisst ihr. Weil die Steuer soll ja direkt demnächst also vom Konto abgebucht werden, ne? Und alles, also alle buchen jetzt nur noch ab von eurem Konto. Ne? Das ist die Frage, brauchen wir eigentlich noch ein Konto, wenn die eh alles da abbuchen? Ne? Habe ich ja nichts mehr. Außerdem wird ja sowieso alles gepfändet inzwischen. Hat eigentlich überhaupt noch einer ein Konto von euch vor Ort? Ne? Ich würde mal sagen, das lohnt sich auch nicht mehr, weil es wird doch eh alles, hä? Es wird doch alles sowieso weggenommen werden, wenn wir das nicht etwas, ja, soll ich sagen, wenn wir da nicht was dagegen unternehmen. Ja, und ja, nachdem natürlich hier der Obama nach dieser falschen Flagge-Aktion von Sandy Hook und dem gleich losstarteten, schon vor der, bevor die Sache überhaupt startete, schon verkündet wurde, da so Massen und so weiter, Anschlag passiert. Die Leute sind ja nicht doof da in den USA, ne? Die merken sofort, wo der Wind her weht und haben natürlich hier nochmal einen draufgesetzt. Denn der Dezember 2012 erreicht einen neuen Rekord bei den US-Waffenverkäufen an die Bürger. Aber nicht nur da, die Regierungsabteilungen, ganz viele, haben sich ja schon mit Milliardenschuss Munition eingedeckt und mit Waffen rauf und runter und Panzer. Und wenn du da so ein paar YouTubes manchmal siehst, was die da für Transporte machen, also quer durchs Land, also die erwarten natürlich so einiges, ne? Hier zum Beispiel auch das Rote Kreuz, ne? Rote Kreuz erwartet blutige Aufstände in Europa. Ja, gibt's bald wieder was für euch zu tun. So meinen sie wahrscheinlich, ne? Gut, das ist ja nicht die erste Gruppierung, die also dachte, dass mal noch einiges hier auf uns zukommt. Leider könnte das wirklich passieren, nicht? Wenn wir es eben nicht so machen, wie es mein Vorschlag ist, ne? Jetzt einfach mal den Wandel einläuten und machen, gell? Ja, und wie dann also erstmal so die Leutchen so Stück für Stück beseitigt werden sollen, das haben sie jetzt hier gerade im BRD-Bundestag mal ein bisschen in geheimen Anhörungen mal so hin und her überlegt, ne? Kann man es machen. Wir haben auch so ein paar Spezialisten, die vor allen Dingen ja die Zwangsbehandlung, die psychiatrische forcieren und das toll finden. Also alle Bundesbürger demnächst in die Zwangsjacke oder wie, ja. Das wird ja alles so ganz offen im Geheimen schon besprochen. Wahrscheinlich sind die Zwangsjacken schon bestellt, die Spritzen und die Aufträge bei den Pharmakonzernen platziert für all die Psychopharmaka-Drogen, die es nötig hat, um die Leute von den Straßen abzuholen oder aus den Häusern zu zerren. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt ein boomendes Geschäft mit den Zwangsjacken. Gut. Ja, und natürlich fängt ja auch YouTube gleich im neuen Jahr wieder ein bisschen an, gleich die Leutchen zu zensieren, Kommentierungen zu blockieren. Schreibt einer hier was. Er hat ein Video drüber gemacht. Jawohl, das ist bei mir auch schon so. Ich habe es auch schon ein paar Fälle gehabt, wo ich was auf meinen eigenen Kanal, was reinschreiben wollte, wurde die blockiert. Das wird immer besser. Unglaublich. Schluck, Thema zwischendurch. Okay. Ja, also, so ist es. Und was Unglaubliches, will ich euch auch nicht vorenthalten, habt es wahrscheinlich schon gelesen oder gehört. Das neuseeländische und das US-amerikanische Militär haben vor Neuseeland, vor der Küste von Neuseeland, also ein bisschen, natürlich ein bisschen weiter draußen, im Pazifik eine sogenannte Tsunami-Bombe getestet. Hoi! Was heißt das denn? Nicht gegen Tsunamis, das wäre ja noch eine Überlegung gewesen, dass man Tsunamis vielleicht verhindern kann, ne? Nein, diese Tsunami-Bombe kann Tsunamis erzeugen.
Und es wurde besonders getestet und gemacht und getan, was für große Wellen man schlagen kann, wenn es relativ dicht an den Küsten einschlägt. Das ist kein Witz. Ich habe es verlinkt hier unter awakeness.net, Planet X News. Müsst ihr euch mal durchlesen. Das ist einfach unglaublich. Du bist einfach nur sprachlos. Also es geht bei denen nur darum, wie können wir die alle um die Ecke bringen, ne? Sozusagen. Unglaublich. Und wir denken immer, es war der Planet X, der uns hier heimsucht, ja, der uns hier eine mögliche Zerstörung liefert. Aber es war wahrscheinlich die neuseeländische Armee zusammen mit der US-Armee. Die Neuseeländer haben sie einfach mit zugelassen, weil ja, war in deren Gewässern, ne, wahrscheinlich. Waren Statisten. Ne? Okay. Also das ist schon ein Hammer, denke ich, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Finde ich ja so gewaltig, wie das da abgeht. Ja, und last but not least, ja, also zuletzt, aber nicht das Wenigste, ne, würde das so übersetzt heißen. Wir haben einiges vor dieses Jahr. Und der einzige Schutz und die einzige Möglichkeit, die wir haben, uns gegen solche Tyrannen zur Wehr zu setzen, ist es, zunächst einmal selbst diese Gefahr zu erkennen, ohne jetzt in Angst, Hysterie zu verfallen, einfach diese Möglichkeit dieser Bedrohung zu sehen, dass uns Leutchen an den Kragen wollen, wegen ihrer eigenen Zielsetzungen, wie immer die aussehen mögen. Und dann zu sagen, hoppla, wollen wir das? Ne? Wollen wir uns versklaven lassen? Wollen wir unser ganzes Vermögen abgeben? Wollen wir eventuell sogar mit unserem Leben dafür bezahlen? Nicht, weil man sich verteidigt, sondern weil es einfach irgendwie eliminiert wird. Ne? Oder wollen wir das nicht? Wollen wir eben für unser Leben, für unsere Freiheit, für unsere Rechte auch uns auf die Hinterachsen stellen? Ja, ein bisschen was tun. Und aus dem Grund denke ich, müssen wir alle, egal ob betroffen oder nicht betroffen, denn jeder kann irgendwann betroffener sein. Ja, wir wissen, das macht nicht Stopp bei irgendeiner Anzahl vielleicht. Ne? Nach 6,5 Milliarden ist dann erstmal Stopp, ne? Sozusagen. Nur 500 Millionen sollen ja übrig bleiben. Testen ja schon die Tsunami-Bomben, damit sie schon ordentlich da sehen, wie die das machen da an den Küsten, die Leute von den Küsten da, ne, zu ersäufen oder wie auch immer. Also muss man bitteschön mal ein bisschen was was machen und jetzt einfach mal zusehen, dass wir aktiv werden. Und aktiv werden ist natürlich etwas, was ihr, die ihr mir sowieso mal zuhört, ja sowieso schon macht. Es richtet sich auch nicht primär nur an euch, sondern es soll sich an viele richten, die natürlich auch noch draußen möglicherweise dann diese Sendung sehen und mitmachen können und wollen und sollen und müssen. Ja? Damit wir eben diese Gefahren abwenden können und die Solidarität, das heißt das Gemeinsame, gemeinsam zusammen zu arbeiten, sich gegenseitig zu helfen, ist das Nonplusultra und das absolute Muss einer solchen Strategie, wenn man so will. Ja, und zu dem Anlass habe ich eben hier im Januar 2 Schwerpunkte gewählt. Das eine ist die Hartz-IV-Reporter. Ja, wir wissen, Hartz-IV, das ist dieser Ausdruck für die Leute, die man hier in die Armutssklaverei führt in der NGO-BRD. Sehr umstritten, was die rechtlichen Voraussetzungen und Umsetzungen dieses Programmes wirklich sind. Wir wissen, diese Sanktionspolitik, die da geführt wird, dieses unbarmherzige Streichen, Kontrollieren, Drangsalieren, Herumkommandieren und was weiß ich, durch, ja, im Prinzip deinesgleichen, ja, das ist schon
ja, eben, das ist schon abartig. Verstößt natürlich gegen alle Grundrechte, die man sich nur vorstellen kann. Und natürlich gegen die Menschenrechte und vieles mehr. Aus dem Grund, wir hatten ja schon viel auch im vergangenen Jahr darüber berichtet, müssen wir jetzt was unternehmen. Und Öffentlichkeit ist etwas ganz Wesentliches. Wir müssen nämlich aufzeigen, was geschieht und darüber massiv aufklären. Diese Leutchen da draußen arbeiten in sogenannten öffentlichen Funktionen. Sie vertreten die Politik der BRD-Bundesregierung, offenbar, oder? Und dann kann man auch darüber berichten. Und das, denke ich, ist ganz wichtig. Aus dem Grund hatte ich bei mir vor allen Dingen auch mit der Unterstützung von Ralf Uwe Hill, der uns hier ja einmal in einer Sendung zur Verfügung stand und uns hier erklärt hat, was er, wie seine Sicht ist und ein Buch geschrieben hat darüber, nämlich Schach der Arge, dass man hier einfach jetzt mal losschlägt und aus dem Grund Hartz IV Reporter gesucht, zu lesen bei mywakeness.wordpress.com unter dem entsprechenden, unter der entsprechenden Überschrift. Um was geht es da? Ich denke mal, zur weiteren Aufdeckung eben von Willkür, Machtmissbrauch, Nötigung, Androhung, Winkelzügen seitens der Jobcenter-Mitarbeiter in der BRD werden Reporter vor Ort in der ganzen BRD gesucht, die über die Hartz-IV-Missstände in ihrer Region auch gerne im eigenen Fall berichten, Schriftstücke, Fotos, Videoaufnahmen, Tonaufnahmen zur Verfügung stellen, die oben genannte Vergehen oder Sachverhalte dokumentieren. Diese Reporter haben die Möglichkeit, dann ihre Berichte an die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten von Wake News einzusenden. Nach Prüfung werden diese gegebenenfalls als Artikel oder in einem Bericht mit Videobeitrag veröffentlicht. Es ist dabei nicht notwendig, selbst Opfer von Hartz IV zu sein. Jeder kann mitmachen und muss mitmachen. Ja, ja, und das Tolle ist, dass wir das nicht nur veröffentlichen, ne? Also vielleicht so 15 bis 20 minütige Beiträge pro Fall oder eben in entsprechenden schriftlichen Dokumenten aufgeführt. Und ich helfe da auch gerne beim Editieren. Keine Frage, wenn jemand das sich noch nicht so zutrauen sollte, so frei zu sprechen oder so, dann das kriegen wir schon irgendwie hin. Wichtig ist die Authentizität. Das heißt, dass es wirklich echt ist, so wie es wirklich dort vor Ort geschieht. Und da redet man eben so, wie man redet. Das ist halt so. Ne? Das ist wichtig. Das ist Reality-TV, so wird das gesagt. Wobei das Reality-TV in den USA und was weiß ich, was ich hier in Europa davon übernehmen, natürlich alles gestellt ist. Ne? Bei uns ist es aber echt. Okay. Und eben, wie gesagt, ihr könnt euch da anmelden, einsenden an vgu@wakenews.net, Stichwort Hartz-IV-Reporter. Und unter all diesen Reportern, die an dieser Aktion teilnehmen, die Aktion läuft also vom 1.1. oder seit 1.1.2013 bereits, bis 31.03.2013, dann machen wir mal erst so einen ersten Schnitt. Und unter all diesen Reportern, die an dieser Aktion teilnehmen, werden drei Bücher vom Erfolgsautor Ralf U. Hill handsigniert, nämlich die Bücher oder das Buch Schach der Arge verlost. Es gibt also in jedem Fall mal drei Hauptgewinner. Aber eigentlich gibt es nur Gewinner, denn mit dieser Aktion können wir auf Missstände aufmerksam machen und wirksam gegensteuern. Denn allen ist klar, Hartz IV muss weg. Die Würde des Menschen ist unantastbar und Folter, Sklaverei, Menschenrechtsverletzungen sind unerwünscht im 21. Jahrhundert. Ja, und ich bin sicher, der Ralf wird uns dann auch mal zwischenzeitlich zur Verfügung stehen. Dann machen wir mal so ein kleines Update, was läuft. Vielleicht gibt es auch wieder Neuigkeiten, die er uns dann berichten kann. Ja, und wer natürlich nicht so lange warten will, bis er dieses Buch einsieht, weil es ist eine klasse Information drin. Ich bin auch schon fleißig am Stöbern darin, aber schon was gelernt. Ja, man lernt jede Sekunde etwas Neues hinzu. Manche sogar noch schneller, noch mehr. Okay, also wer dieses Buch Schach der Arge vom Ralf Uwe Hill schon jetzt selbst erwerben will,
kann das natürlich auch direkt tun. Er hat extra einen sehr niedrigen Preis angesetzt, dass es sich jeder leisten kann und es ist wirklich sein Geld wert, weil man vor allen Dingen für diejenigen, die also da noch nicht so sattelfest sind in diesen ganzen Dingen, noch überhaupt keinen blassen Schimmer haben von dem, was so abgeht, ist übrigens auch als Geschenk geeignet, wenn man jemanden kennt, der also in dieser Situation ist, dem kann man so ein Ding auch schenken. Ja, und das kostet also 8 Euro und muss ein bisschen Porto dazu und dann kann man das da beim schildverlag.de kann man das da bestellen. Einen Link habe ich da bei mir auf der Seite unter dem Artikel Hartz IV Reporter gesucht, Wake News Radio TV. Ja, könnt ihr da nachschauen. Ist auch im Artikel zur heutigen Sendung irgendwo da mit verlinkt. Ja, das finde ich klasse, dass man mir da sofort auch handsignierte Exemplare zur Verfügung gestellt hat, eben für diese Verlosung. Ganz super klasse. Da kriegt er jetzt nochmal einen schnellen Applaus. Mensch, den Ralf hier, Mensch. Ja, ich denke, das hat er schon verdient. Weil wirklich, was da drin steht, von dem, was ich jetzt bereits gelesen habe, kann man gut verwerten. Hilft einem, dass wir schneller auf Kurs kommen und vor allen Dingen denen ein bisschen Kontra bieten können. Vor allen Dingen, wenn man sich dann auch noch mit anderen zusammenschließt, was bei der Gelegenheit ja möglich ist. Ja, tja, was steht hier? Okay. So ein paar schicke mir jetzt schon hier Informationen rein. Das könnt ihr weiterhin machen unter radio@wakenews.net. Ja, und das finde ich klasse. Und das machen wir dann auch gleich am Anfang der nächsten Stunde, weil da sind wir jetzt ein bisschen zu knapp. Oder ich schaue mal, was es da vielleicht noch an kleineren Zuschriften gibt hier. Gucken wir mal. Hier steht was, Mensch, hallo Detlef, ein gutes neues Jahr für dich und alle, die an die Gerechtigkeit glauben. Leider muss ich dich berichtigen zu der NGOs Einträgen, dass die BRID drin steht. Sorry, aber das ist mittlerweile schon wieder ein alter Hut, denn die Bezeichnung BRID wurde rausgenommen und stattdessen steht jetzt stellvertretend, Achtung, Countdown, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und so weiter. Bund, B-U-N-D, da steht jetzt der Bund drin. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Ja, der Bund, der guckt doch bei mir immer. Es ist nicht nur diese Umweltorganisation, obwohl, man weiß ja nicht, vielleicht gehören die irgendwie zusammen. Also B-U-N-D, da steckt alles drin, ne? B-N-D auch noch. Okay, die sind noch immer häufiger Gast hier bei mir in den Statistiken. Schauen wir mal, wie weit sind wir schon. Ne? Okay. Oh, wow. Okay, also Leutchen, hier haben sich auch schon einige Leutchen, die hier sich auch schon als Reporter gemeldet haben. Jawohl, klasse. Hier, das könnt ihr machen unter vgu@wakenews.net. Klasse, ich muss das aber dann jetzt mal alles auswerten. Ne? Und dann schicke ich dann jedem zu, was so ungefähr da dann drin sein soll. Ne? Also ein bisschen Geduld. Muss ja auch noch so zwischendurch was anderes machen. Ja. Aber das kriegen wir schon hin. Wir haben ja bis zum 31.3. Zeit, aber wir wollen natürlich jede Woche am liebsten ein bisschen auch über die Sachen schon berichten. Ja, Action muss sein. Heran. Also keine Scheu. Einfach machen. Wir machen ja alle Fehler. Spielt keine Rolle, wenn wir mal Fehler dazwischen stecken. Können wir wieder ausbügeln, oder? Okay. Ja, was haben wir hier noch? Hier, mein lieber Freund, hier im Chatraum geht es aber darunter. Hier wird hier viel diskutiert. Ja, jetzt sagt er hier, wir machen mal Pause. Sollen wir mal Pause machen? Okay, das machen wir jetzt auch mal. Wir gehen nämlich jetzt in eine kurze Erholungspause, damit das Gehirn mal wieder ein bisschen durchgelüftet werden kann. Könnt euch alle einen Tee machen oder der wunderschönen Musik lauschen, die ich jetzt einspiele. Denn ich spiele auch Premiere im Internetradio heute von The Boiler Boys, Dark Blend. Ganz neues, brandneues Album. Das ist klasse. Also, Setup von Wakenews Radio. Hochspannende Sendung heute, die erste in 2013, am 3.1.2013 natürlich. Und wir schlagen gleich ordentlich los. Und wir gehen jetzt in die Pause und dann in der zweiten Stunde geht's munter weiter. Bis gleich, Setup von Wakenews Radio!
This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network.
News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, ist der Detlef wieder aus der kleinen, ja, Durchboost. Pause, ne? Wir warten jetzt von schweren Themen. Okay, und ja, das war jetzt so ein bisschen elektronische Musik. Ne? Ich habe da mal so einen Chatraum geschaut. Ja, es gibt ganz viele verschiedene unterschiedliche Musik, Stilrichtungen, Möglichkeiten, sich auszudrücken. Ist ja fast unvorstellbar, ne? Aber die Boiler Boys zum Beispiel ist, hört sich zwar Englisch an, ist auch Englisch irgendwie in gewisser Weise, aber ist eine deutsche Band, ne? Oder Gruppierung, ne? Wie immer man das will. Ich spiele ja bei mir in den Sendungen ausschließlich Musik, die mir von Künstlern zur Verfügung gestellt wird, also GEMA frei ist oder frei von rechten Dritter, die mich dann abzocken oder andere abzocken könnten. Und ja, weil ich das ja auch bei YouTube hochspiele, möchte ich das eigentlich vermeiden, mich ständig mit denen wieder rumschlagen zu müssen. Und deswegen, gell, könnte man ja euch auch hier nochmal ermuntern, wer ein bisschen Musik macht selbst oder wer Band ist oder DJ oder sonst was, kann mir gerne was reinschicken unter radio@wakenews.net. Da schreibt einer Boiler Boys, nee, Boiler, wie der Boiler, Boiler Boys. Ne? Boys sind mit dem Z. Ne? Okay. Und Boiler, wie schreiben die sich? Muss ich mal gerade schauen. Ist das B-O-Y, ne? B-O-Y-L-E-R, B-O-Y-Z. Ne? Okay. Ja, nee, das ist, Musik ist immer Geschmackssache, ist ja logisch. Aber man kann auch mal sich was anderes anhören. Man muss nicht immer nur in seinem eigenen Ding drin sitzen, ne? Oder? Aber ich weiß, ich war das früher auch, war auch, ja, habe ich nur meine Musik gehört. Anderes habe ich verpönt. Ja, heute sehe ich das ein bisschen offener. Im Gegenteil, finde vieles gut, wie man sich so ausdrücken kann. Auf ganz verschiedene Art und Weise sind das ja Emotionen. Ja, da schwingt im Prinzip das mit, was man selbst fühlt, was in einem vorgeht. Ja, wir sind ja selbst auch nur Frequenz. Das ist einfach nur ein Weitertragen der jeweiligen Frequenz. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Wahrnehmungsformen in den jeweiligen auch Altersgruppen. Ne? Also Jüngere haben eine andere Schwingung, als dass die etwas Älteren haben. Ja, wenn ich noch an meine Jugend zurückdenke, die Älteren haben sich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, die Haare ausgerauft. Wenn man die Musik heute hört, dann, oh, was ist das für ein alter Oli Kram, ey. So ist das eben. Okay. Das gehört zum Leben hinzu. Es gibt immer wieder neue Impulse und das darf man ruhig fördern, in welcher Form auch immer. Okay. Also in der zweiten Stunde unserer heutigen Premieren-Sendung, der ersten Live-Sendung hier im 2013. Wir haben das Jahr 2012. Ja, gut, haben wir schon geschafft. Mit vielen Erfahrungen sind wir jetzt reicher und können jetzt in 2013 alles ummünzen. Und was es damit auf sich hat, hatte ich in der ersten Stunde schon alles erklärt. Das Jahr des Wandels, 2013. Aktionsplan, weil wir dürfen nicht mehr jetzt irgendwo bitte irgendwo im Sofa sitzen. Mal gucken, auch mal sehen, was die anderen machen. Ne? Mal gucken, wenn es mir gefällt. Nehme ich auch mal einen Zeigefinger. Nee, Leutchen, man muss jetzt aus dem Polster springen und jetzt mitmachen und mittun. Oder? Gell? So will ich mal sehen. Und da habe ich zwei Vorschläge gebracht. Das erste haben wir schon kurz vor der Pause erläutert. Da geht es um die Hartz-IV-Reporter. Denn in der NGO BRD läuft ja übles ab. Denn dort wird das Versklavungsprinzip dieser Ausbeutung durch privat organisierte Jobcenter, ja, das ist, die sagen zwar, sie seien amtliche Behörden, das war alles ja, stimmt ja alles gar nicht so, und so weiter.
da muss man was tun. Und da hatte der Ralf Uwe Hill eben ein Buch dazu geschrieben, Schach der Arge, toller Leitfaden, tolles Vorgehen, systematisch zum Nachschlagen und auch zum Befolgen, zum Tipps holen, geschrieben. Das hat er uns schon mal in einer Sendung kurz erläutert und das Buch ist jetzt draußen und das wird ihm verlost hier von Wake News, Radio Wake News TV, dreimal unter allen Hartz-IV-Reportern, die mitmachen. Laufzeit ist jetzt von Anfang Januar bis 31.03.2013 und danach machen wir dann so eine Verlosung unter allen sich hier bei mir gemeldeten Reportern, die dann auch natürlich ein bisschen was tun müssen, ne? Nicht nur einfach Reporter draufschreiben, sondern auch reporten. Ja, das heißt, ungefähr so 15 bis 20 Minuten Beiträge einflechten in Form zum Beispiel von Audio als MP3 oder gern auch als Video, Audio oder eine Mischung, wie auch immer. Oder auch gerne einen Artikel schreiben und Bilder machen von den Missständen und so weiter, die dort vorherrschen. Das kann man am eigenen Fall tun. Das kann man als jemand tun, der über einen anderen Fall berichtet. Wie gesagt, das sind die Möglichkeiten. Einfach hier mir zuschreiben unter vgu@wakenews.net. Steht ja auch weiter beschrieben dann unter mywakenews.wordpress.com. Wie man da vorgehen soll, sich einfach mal anmelden. Ich schicke dann zu, was wir uns etwa vorstellen. Ja, und dann, hier steht gerade, hey, hallo, Ralf Uwe Leister, wann bist du wieder in einer Sendung? Ja, der wird irgendwann dann auch mal wieder zwischendurch reinkommen. Ja, das müssen wir dann besprechen. Natürlich vielleicht erstmal so ein paar Reportagen müssen kommen. Vielleicht kann man das dann auch mal den jeweiligen Reporter dann einladen in eine Sendung. Dann können wir das zu dritt oder so diskutieren. Wir sind da ganz frei in der Gestaltung. Ich habe verschiedene Blogs, wo wir das dann hochladen können. Also auf der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, vog.wordpress.com. Vgwakenews.wordpress.com, habe ich das gesagt? Na gut, okay. Da wird das dann hochgeladen und dann wird das dann präsentiert und dann natürlich werden die YouTube-Videos davon hochgeladen und so weiter, auch bei mir auf den Kanälen. Und da machen wir richtig Wirbel. Ja, da wird also den Leuten von den Argen, die werden die Haare hochstehen. Ist auch gut, ne? Müssen wir auch mal ein bisschen trainieren, die Haare, dass sie zu Berge stehen, oder? Ja, also schickt mir was rein. Haben auch schon viele gemacht. Ich melde mich dann entsprechend. Ja, bevor ich jetzt aber weiter in Media soll ich sagen, steige, hat mir ja der Roland wieder was zugeschickt. Hallo, hallo Detlef, hallo an alle Zuhörer dieser Sendung. Hiermit möchte ich mich mal an die Mehrheit der Mithelfer und Mittäter, die dieses Wahnsinnssystem immer noch unterstützen, wenden und meine Meinung sagen. Falls ihr glaubt, dass ihr in fortgeschrittenen Stadien der Entwicklung und Gestaltung unserer Zukunft Vorteile haben werdet, dann nur so lange ihr gebraucht werdet. Dann werdet auch ihr aussortiert und eliminiert. Bekannte Absicht der Weltelite ist es nun einmal, dass 90% der Weltbevölkerung vernichtet werden soll, sodass von den momentanen 7 Milliarden Menschen nur noch etwa 500 Millionen übrig bleiben sollen. Anzeichen sind auf allen Ebenen zu sehen und man schaut fast wehrlos zu, wie alles vergiftet wird. Die Weltelite hat natürlich Gegenmaßnahmen wie gegen Gifte und jede Menge Geld, sich alles zu kaufen, was sie brauchen. Und wahrscheinlich schon eine Technik gefunden, ewig auf der Erde mit allen Annehmlichkeiten zu leben. Da sollte man sich mal richtig durch den Kopf gehen lassen. Und wer dabei mitmacht und dieses unterstützt, macht sich bei allen Lebewesen mitschuldig vor Ehre und Gewissen und wird letztendlich nicht unter den letzten 500 Millionen sein. Leute, verkauft eure Seele nicht an den Teufel und lauft dem Geldsystem nicht nach. Lasst euch nicht versklaven. Man kann auch so irgendwie klarkommen. Die Welt ist groß, der Möglichkeiten mehr, als ihr euch vorstellt. Vertraut den Mainstream-Medien nicht. Alles, was dort veröffentlicht wird, muss erst vom Establishment abgesegnet werden und ist nach ihren Interessen manipuliert. Hört auf euer Herz. Vertraut auf den Schöpfer. Er wird dich letztendlich nicht im Stich lassen und erinnert euch an die Worte Jesu Christus, den es schließlich nicht umsonst gibt. Und falls man sein Leben verlieren sollte, keine Sorge, das Dasein ist damit nicht zu Ende. Es wird bis in alle Ewigkeit weitergehen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Man muss schon seinen Verstand gebrauchen und ihn geschickt einsetzen.
Darum bildet euch, lernt so viel ihr könnt, natürlich nur vom Wichtigsten, was man wirklich zum Leben braucht. Wie man Schach spielt, sollte man so viele Schritte wie möglich im Voraus denken, um dann geschickt mit den gegebenen und möglichen Situationen umgehen. Was auch sehr wichtig ist, ist Kommunikation. Besprecht ihr unter vertrauten Freunden, gebt euch gegenseitig Tipps und Ratschläge auf allen Ebenen und vor allem vergesst die Nächstenliebe nicht und nehmt euch so viel Zeit zum Denken, wie ihr mindestens braucht. Zeit ist eines der wertvollsten Dinge, die uns zur Verfügung stehen. Ich hätte noch viel mehr zu sagen, aber ich meine, dies hier sollte erstmal verinnerlicht werden. Gott sei Dank mit euch. Roland Andreas hat uns das zugeschickt. Vielen Dank. Das ist wunderbar. Ja, und wie gesagt, ihr könnt hier auch mit dran teilhaben. Eure Infos, Nachrichten, Fragen, Kommentare reinsenden unter radio@wakeness.net. Das ist wunderbar. Könnt ihr gerne machen. Ja. Hier, kommt was rein. Hallo, was kommt 2013? Hallo, wir haben Probleme zuhauf. Bitte kein neues Hype auf 213 schwören. Erzähl über den Bauern weiter, kann etwas Neues nicht mehr hören. Ja. Okay. Was Neues. Okay, was Neues. Gibt's immer was Neues. Ja, also das ist ja das zweite Thema. Wir müssen uns, das hatte ich vorhin in der ersten Stunde auch schon ein bisschen erläutert, auch ein bisschen mit unseren Mitmenschen beschäftigen und nicht nur einfach, einfach mal so mal schauen, ne, sondern mitmachen. Wir müssen uns einfach kümmern. Ja, um unsere nächsten Menschen. Und wenn wir sehen, dass jemand in Not ist, müssen wir helfen. Denn das ist die Solidarität und die gegenseitige Hilfestellung, die notwendig ist. Und dabei ist es vollkommen egal, ob es jemand ist, der in Not geraten ist durch diese Hartz-IV-Versklavung oder andere Dinge in anderen Ländern. Es geht nicht nur um die NGO BRD, sondern es geht um alle Länder von allen Seiten, aus allen Nationen oder Regionen, von denen auch hier die Menschen bei Wake News Radio, Wake News TV zuhören oder zusehen. Ja, und ich schilderte es schon in verschiedenen Sendungen und Darbietungen, Videos und so weiter, dass wir hier ganz dicht vor Ort das Schicksal auch des Landwirt Martin Deschler mitverfolgen, ihm Hilfestellung leisten, auch dazu aufrufen, dass viele, viele andere Menschen das tun. Denn da können wir alle gemeinsam zeigen, ja, und auch beweisen, wie das geht und vor allen Dingen dann auch Resultate erzeugen. Ja, die Resultate, dass überhaupt sich jemand um ein Schicksal kümmert, kommt bei demjenigen, der betroffen ist, schon mal fantastisch an. Ja, er fühlt sich nicht mehr allein. Er ist nicht mehr jemand, dem alle eigentlich den Kampf angesagt haben, sondern es gibt eine ganze Menge Menschen, die solidarisch mit ihm sind, wohl wissend, dass es keine Engel gibt auf der Erde, ja, so zumindest so Menschenform, ne? Also als Mensch, ne? Also, okay, wollen wir nicht diskutieren, kommen wir schon wieder in eine andere Ebene. Jedenfalls, wir haben alle unsere Fehler, niemand macht alles perfekt. Auch wenn wir bei den sogenannten Behördenvertretern und so mal in deren Küche schauen würden, was meinst du, was da alles auffallen würde, ne? Das ist ja völlig logisch, oder? Okay, Fehler machen wir auch zuhauf, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz ist es eben einfach nicht drin, ja, dass wir es zulassen, dass Menschen in ihren Grundrechten verletzt werden. Und zwar vielleicht sogar systematisch, ja, wie das bei Hartz IV der Fall ist, sondern auch individuell. Oder dann auch unter den ärgsten Menschenrechtsverletzungen leiden müssen, die man sich nur vorstellen kann, wie was hier beispielsweise bei Landwirt Martin Deschler geschehen ist, dass man ihn einfach 2 Tage nackt in so eine Justizvollzugsanstalt gesteckt hat, in eine kellergelegene Zelle. Okay, also diese Folterungen, da habe ich alle beschrieben, könnt ihr euch nochmal anhören oder ansehen. Klar, wir müssen über die Missstände berichten, wir müssen die Verantwortlichen zur Rede stellen, wir müssen daran arbeiten, dass so etwas nicht mehr vorkommen kann.
Ja, wobei das nicht eben alles so gerade mit Fingerstippen passiert. Man sieht ja, der Widerstand ist gewaltig. Die Leutchen wollen nicht rausrücken mit den Informationen. Sie stellen sich der Öffentlichkeit nicht, der Presse nicht. Sie wollen für ihre Missetaten nicht gerade stehen. Sie wollen schon gar nicht zugeben, dass sie möglicherweise verbrecherisch tätig sind. Ja, welcher Verbrecher will das schon, ne? Also müssen wir natürlich alle Register ziehen, um an die Wahrheiten ranzukommen. Aber wir müssen auf der anderen Seite dann eben auch was Aktives tun. Und das hatte ich ja schon angekündigt, dass wir das tun wollen. Und zwar nicht, indem wir das stellen, so wie das ja hier bei den Serien, hier bei der Propagandapresse und den Medien und so gemacht wird. Von uns müssen wir sogar noch zahlen dafür, dass sie das machen, diese Propaganda. Sondern wir müssen es in real tun, echt helfen, wirklich Betroffenen unter die Arme greifen und dann nicht einfach das nur mal für die Quoten machen, sondern permanent, dass auch wirklich was dabei herumkommt und dann wird man erstaunt sein, was auch zurückkommt. Ja, so wie man in einen Wald hineinruft, so kommt es in der Regel auch wieder zurück. Das heißt, alles, was man gibt, wird einem vielleicht auch irgendwann zurückgegeben, in welcher Form auch immer. Ja, allein das Gefühl, dass man einem anderen Menschen mitgeholfen hat, ist, glaube ich, eine unheimlich tolle Geschichte. Und aus dem Grunde, ja, haben wir jetzt eine aktuelle Aktion gestartet. Wir haben also eine kleine Webseite für Martin Deschler gestrickt, nämlich den Martin Deschler Aktionsblog. Ja, die Links finden sich bei mir im Artikel. Ganz einfach, Martin Deschler in einem Wort.wordpress.com eingeben und schon kommt man direkt da drauf. Der ist gerade erst gestartet, den habe ich gestern erst hochgeladen. Der läuft also unter der Regie der Vereinigung gegen Ungerechtigkeit von Wake News und ich pflege die Seite eben dann auch mit. Und da wird also deutlich die Hilfsaktion für den Landwirt Martin Deschler aus Grenzach-Wielen in Baden-Württemberg, der BRD, ja, und wie der eben in die Mühlen der Behörden geraten ist. Und da wird nicht nur der Fall geschildert, wie es gewesen ist, wie er da hingekommen ist. Und auch das wird natürlich immer weiter ergänzt. Denn es kommen immer mehr Ungeheuerlichkeiten zutage. Jedes Mal, wenn ich mit dem Martin Deschler spreche, dann kommen noch wieder neue Geschichtchen raus. Also die sind da fast schon, das kriegt mir schon fast alles gar nicht mehr auf eine Kuhhaut, ne, sozusagen. Das muss also alles erst ausgearbeitet werden und auch verifiziert werden. Und dann werden wir das bei Zeiten alles auch parallel mit veröffentlichen. Aber was wir ja vor allen Dingen tun wollen, wir wollen auch mal hier demonstrieren, Solidarität demonstrieren. Und deswegen haben wir uns gleich gedacht, machen wir hier mal auch eine entsprechende Aktion. Das heißt, ich habe hier auf der Seite geschrieben, das will ich gerade eben nochmal verlesen. Hallo, liebe Leser, Unterstützer dieses Projektes. Dieser Blog wurde erstellt, um dem Landwirt Martin Deschler aus Grenzach-Wielen in Baden-Württemberg in der BRD zu helfen, dass er seine Existenz als Landwirt aufrechterhalten kann. Denn Landwirte und Bauern sind das Rückgrat unserer Gesellschaft und unseres Lebens. Geld, Gold und Silber kann man bekanntlich nicht essen. Und daher ist es wichtig zu erkennen, dass wir wieder an die Wurzel des Lebens zurückgehen müssen, gerade angesichts des sich anbahnenden Wirtschafts- und Finanzzusammenbruchs. Martin Deschler ist seit 15 Jahren im Kampf um seine Existenz, denn er besitzt wertvolle Grundstücke in der Nähe des Rheins, nahe der Wirtschaftsmetropole Basel, die für ein Großprojekt dringend gebraucht werden. Das ist das Projekt Lagune, ne? Okay. Seit dieser Zeit wird er von gewissen Personenkreisen offenbar mürbe gemacht, auch mittels der regionalen Behörden, die ihm jede nur erdenkliche Hürde bis hin zur Existenzvernichtung aufgebaut haben. Wir von der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten wollen ihm helfen, mit aller Kraft, mit und ja, solidarischer Hilfe, vor allen Dingen, dass er bald wieder seinen Hof mit allen Tieren und sonstigen Projekten so führen kann, dass er selbst wieder davon leben und seine Umwelt ernähren kann. In Kürze erscheinen hier jeweilige Informationen, Aktionen und so weiter, damit jeder mithelfen kann, diese Aktionen zu einem Erfolg werden zu lassen. Das war die Beschreibung der Aktivität und jetzt haben wir konkret für kommendes Wochenende am Sonntag, den 6.01.2013 vor, beim Landwirt Martin Deschler mit anzupacken. Da werden dann Besen, Schaufel, Spaten, Forke oder Mistgabel, sagen einige, ne? Wie auch immer, in die Hand genommen
und da wird ein bisschen Klarschiff gemacht, ne? Damit er dort bald wieder so ausgerüstet ist oder so eingerichtet ist, dass er seine Tiere jederzeit wieder vernünftig und in fantastischer Umgebung aufnehmen kann. Da gibt es natürlich jede Menge zu tun und man kann nicht an einem Tag alles schaffen. Aber wir werden einen Anfang starten und dann immer wieder am Ball bleiben. Und genauso sehe ich das natürlich auch für andere, die unsere Hilfe brauchen. Denn dass wir das jetzt hier beim Landwirt Martin Deschler tun, ist ja nur ein exemplarisches, eine exemplarische Demonstration, wie man es machen kann. Ich habe inzwischen schon Zuschriften und Meldungen von sehr vielen Betroffenen, auch ja aus dem Bereich Landwirtschaft, bekommen, denen es ähnlich ergeht, die auch dort vor Ort von Behörden drangsaliert werden, behandelt werden, wie es unvorstellbar ist und natürlich nicht die Möglichkeit haben, so jetzt hier prominent an die Presse zu gehen, weil die Presse ja kontrolliert ist. Ne? Die Presse hier in der Region, die berichtet immer nur einseitig das, was die Mächtigen wollen. Ne? Weil es gehört ja auch denen. Ne? Also machen die das so. Und kaum tritt da mal jemand auf wie ich hier, dann wird der bekämpft. Und ja, aber das macht ja nichts. Ne? Machen wir doch. Den Kampf nehmen wir gerne auf. Das ist die Öffentlichkeit, die nachher letztendlich entscheidet, von welchen Quellen sie sich ihre Informationen holt, oder? Ja, und wir wollen eben nicht nur kritisieren und nicht nur bemängeln und verdammen, sondern wir wollen helfen. Und das tun wir also am 6.01.2013. Es geht hierbei damit anzupacken mit Schaufeln, Mistgabel, Besen, Schlauch, Farbe, Eimer und so weiter. Wer Lust und Zeit hat mitzumachen, möchte sich bitte hier melden. Ja, wer hier aus der Region oder so stammt und jetzt einfach mal mitmachen möchte, der kann das tun. Meldet sich bitte bei mir unter der E-Mail-Adresse, besondere E-Mail-Adresse bitte, mdab, das steht für Martin Deschler Aktionsblog, ne? mdab@wakenews.net. Und dann werden Details zum Aktionsplan, Anfahrt, Ausrüstung, Treffpunkt und so weiter mitgeteilt. Bitte zu beachten, dass nur angemeldete Unterstützer dann auf den Hof gelassen werden. Wir wissen, es gibt eine ganze Menge Spione und Leute, die also eben da subversiv vielleicht tätig werden. Die wollen wir von vornherein eigentlich nicht dabei haben. Ne? Wir wollen ja was Positives schaffen und nicht anderen wieder die Möglichkeit geben, da irgendwas zu verteilen an Informationen, was auch nicht stimmt. Gell? Ja, gemeinsam packen wir es dann an und da gibt es auch was zur Stärkung am Lagerfeuer. Ja, wird dann auch was eingekauft, da wird für Leib und Seele auch gesorgt, ist doch logisch. Und ich werde auch dabei sein. Wir werden einen Live-Bericht machen, einen Videobericht davon, über die Aktion und das wird dann auch hochgeladen als Video bei YouTube zum Beispiel. Ne? Und vielleicht auch bei anderen. Ne? Schauen wir mal. Also, wir freuen uns auf eure Meldung. Wer da Lust hat, kann das machen. Schickt das zu und ich melde mich dann entsprechend. Ja, also wenn sollen natürlich auch nicht zu viele, wenn nur keine 1000 Leute kommen, dann treten wir es nur auf die Füße. Soll also nur eine gewisse Anzahl von Menschen sein, die dann auch sinnvoll ein bisschen mithelfen sollen. Startet vielleicht so irgendwas so gegen 10, halb 11 oder so und geht dann bis es dann dunkel wird. Also vielleicht so, es wird ja leider noch früh dunkel, vielleicht so halb 4 oder sowas. Ne? Und dann setzen wir uns zusammen. Wird was gegessen oder zwischendurch. Schauen wir mal. Okay? Also, wer sich da melden will, tut das bitte. Und alle anderen, die möglicherweise hier davon Nachricht bekommen, wie wir das hier anpacken, zum Beispiel beim Landwirt Martin Deschler, kann sich auch gerne bei mir melden. Und ähnliche Aktionen können wir hier auch bekannt machen. Ja, wir können ja nicht von hier aus irgendwo hin nach, Hamburg reisen. Das geht nicht. Aber wir können gerne darüber berichten. Wenn jemand Probleme hat, kann er uns die mitteilen. Da machen wir ein extra Gespräch darüber. Ich hatte eben schon Anfragen und so. Das machen wir dann auch separat. Dann wird die Problematik geklärt. Dann wird überlegt, was kann man tun.
was wird getan, und manchmal reicht das Berichten darüber schon, oder man kann auch aufrufen, wie wir das hier ja machen, eben auch über die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten und auch jemand anders so helfen. Zumindest im Rahmen der Möglichkeiten, die wir von hier aus haben. Ja, also ich denke, das ist ein Weg, wie wir jetzt hier die Sache angehen können. Und da fordere ich bitte alle auf, mitzumachen dann einfach zu sehen, Mensch, ich kann ja eigentlich auch mal irgendwas machen. Man muss ja nicht selber immer nur der Betroffene sein, sondern man kann auch einfach sagen, Mensch, das würde mir Spaß machen, auf so einem Hof auch mal mit anzupacken, mal die Leute kennenzulernen. Und das macht mir nichts, auch mal 2 Stunden irgendwo mit der Mistgabel irgendwas von einer Seite zur anderen zu räumen, ne? Oder so, oder aufräumen. Oder. Vielleicht ist jemand handwerklich geschickt, der dann auch sagt, ja Mensch, ist kein Problem, ich repariere auch mal schnell was zwischendurch, was immer sie ist. Hilfe wird überall gebraucht, ist doch klar, oder? Ja, dann denke ich, haben wir eine ganz gute Basis, denn ich würde sagen, darüber berichten wir dann regelmäßig, einfach auch als Beispiel dafür, wie sich eine Situation verbessern kann, und zwar schlagartig, wenn wir alle zusammenarbeiten. Und das kann man eigentlich übertragen. Das muss ja nicht immer nur ein Bauer oder ein Landwirt sein, dem man gleich helfen muss. Es kann auch einfach ein Nachbar sein, der aus irgendeinem Grund Hilfe benötigt, wenn es eine ältere Person ist, wo man auch mal sagt, komm, ich gehe mal für dich einkaufen oder treu mal deine Katze oder wir gehen mal mit dem Hund spazieren oder einfach mal, um den anderen zu unterstützen, zu helfen. Wenn man eine Not sieht und man kommt dann in Gespräche miteinander, man baut eine Gemeinschaft auf, man macht es eigentlich so, wie es ursprünglich auch mal bei den Menschen so gewesen ist. Ne? Wie waren denn die Ursprünge des Menschen? Das müssen wir uns ja auch mal noch mal wieder durch den Kopf gehen lassen. Das waren früher alles Familien, Familiengemeinschaften, Sippschaften, Dörfer, Stämme, wie immer man das nannte, wo man sich immer gegenseitig geholfen hat, weil das Miteinander, das gegenseitig helfen, das Entscheidende ist. Ja? Nicht wie viel Kohle du hast und was für einen dicken Schlitten du fährst oder was für eine dolle Villa du da hast, ne? Die auf Pump gekauft hast. Ne? Das ist nicht entscheidend. Ja? Das sind nicht die Werte, die für uns maßgeblich sein dürfen. Eben wie gesagt, alles, was mit Geld zu tun hat, müssen wir sehr skeptisch sehen, weil Geld eben, zumindest so wie es jetzt im Moment da ist, das Schuldgeldsystem aus der Hand eben einiger weniger kommt, eben von diesen wenigen privaten Bankstern aus diesen Familien, die das als Steuerungsinstrument verwenden, als Verknechtungs-, Versklavungsinstrument, denn mit dem Geldsystem haben sie uns alle in der Hand, ne? Oder die meisten, ne? Oder? Ja, und wenn uns das klar ist, dann sehen wir auch, dass man vielleicht seine Abhängigkeit vom Geld erheblich reduzieren kann, wenn man anfängt, auch untereinander sich zu helfen, ja, oder auch beispielsweise mal einem Landwirt irgendwie zu helfen oder einem Gärtner, Gärtnerei, oder das ist ja nur ein Beispiel, oder irgendein Betrieb, der irgendwas herstellt, kleineren, mittleren Betrieb, Familienbetrieb, die dann auch sagen, Mensch, wenn du mir hilfst, dann kriegst du auch mal ein Produkt, das kannst du mitnehmen oder günstiger oder was auch immer. Man kann also auch Tauschgeschäft hier machen, nicht weil man jetzt davon profitieren will als solches, das sollte nicht als erster Gedanke dort auftauchen, sondern einfach, dass man jemandem helfen will und weil man weiß, dass einem dann auch geholfen wird. Das ist natürlich dann eine Gemeinschaft und vor allem die Beziehungen, die man dann aufbaut, die Freundschaften, die Bekanntschaften, dass die gemeinsamen Interessen, die man hat, man findet sich ja auch, weil man irgendwo dieselben Interessen hat. Und das ist ja auch ganz entscheidend für das Wohlbefinden. Ja, man ist eben gerne lieber mit Menschen zusammen, die auf der gleichen Frequenz, auf der gleichen Welle schwimmen. Oder, ja, also insofern denke ich, ist das ganz, ganz wichtig. Und dann kann man auch vor allen Dingen eins tun. Man kann nämlich dann auch dem sogenannten Bösen, in Anführungszeichen, ja, wahrscheinlich sind die das alles tun, Krieg führen und bla bla und so weiter, gar nicht, denen ist gar nicht klar, dass sie das Böse repräsentieren, sondern die sind einfach so in ihrem Ding drin, ja, viele sind ja auch gar nicht unbedingt bewusst in dieser Rolle, sondern viele spielen da ja unbewusst mit. Schluck Tee. Und denen wird vielleicht dann klar, wenn sie das Beispiel sehen, dass es besser ist, etwas aufzubauen, als etwas zu zerstören.
Ja, und das hat doch mit dem Krieg und so alles auf sich, weil ich las das jetzt hier kurz eben im Chatraum auch, dass es eben jetzt wieder nur darum geht, dass Kriege geführt werden und so. Warum werden Kriege geführt? Nicht, weil du eben irgendjemanden nicht magst, sondern weil es ein Machtspiel ist zwischen irgendwelchen rivalisierenden Familien oder die damit irgendein geostrategisches Ziel erfüllen wollen. Von denjenigen, die ich als Dims bezeichne, der dominante irrsinnige Minorität. Die machen das ja auch vor allen Dingen, um die Ressourcen sich einzuverleiben, um damit wiederum noch mehr Kontrolle ausüben zu können. Wenn du die Nahrungskette, wenn du das Wasser, wenn du die wesentlichen Bestandteile, die notwendig sind, damit man am Leben bleibt, kontrollierst, hast du alle in der Hand. Ja, und Menschen wie du und ich interessieren die nicht. Wir sind nur Kanonenfutter, wir sind nur lästiges Beizeug, wir sind Sklaven, die man einsetzt, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Wenn es nicht funktioniert, werden sie umgeblasen, ne? Und so. Und damit wir funktionieren, gibt es eben ein entsprechendes System, damit wir gleich da hineinwachsen. Deshalb gibt es das Schulsystem, deshalb gibt es all die Dinge, die uns dahin führen. Deshalb gibt es die Verschulung der Studiengänge. Das hat doch nichts damit zu tun, dass das für die Studenten besser ist. Sie sollen einfach besser funktionieren, sie sollen einfach nur noch das tun, was ihnen die Firmen sagen. Ja? Und nur noch darauf getrimmt werden, eben als gute Sklaven in höheren Positionen dienen zu können, ne? Dieses Wissen weiterzutragen. Es sind keine Leute gefragt, die anfangen, selbstständig zu denken. Sogenannte Freigeister gar noch, oder? Haben wir hier nicht einen im Chatraum, der Freigeist heißt? Da ist auch einer hier. Siehst du? Guck, Freigeist. Richtig. Also bloß nicht selber nachdenken. Bloß nicht selber irgendwie auf den Gedanken kommen, man sei ja auch noch wer, ne? Okay. Und das ist übrigens nicht eine Sache hier von der BRD. Das ist eine weltweite Angelegenheit. Denn diese Matrix, die man uns übergestülpt hat, dieser DIMS, die dominieren natürlich auch solche Länder wie China. Dahinter den Chinesen stecken genau dieselben Leute, mehr oder weniger, vielleicht mit ein bisschen anderen eigenen Interessen noch, wie hier in den USA und Europa und überall. Ja, auch in Russland gibt es gewisse Eliten, die das führen, die möglicherweise auch eben zu diesem ganzen großen Clan gehören könnten. Das kann ich im Einzelnen natürlich nicht beweisen, aber es liegt auf der Hand, wenn man manche Handlungsweisen verfolgen kann. Hallo Detlef, sagt da jemand. Sag mal was zu Kokosöl. Zu Kokosöl. Oh, was soll ich da sagen? Muss mir schon mehr Tipps geben. Okay. Ja, es gibt hier also eine ganze Menge Fälle, die also uns zeigen, ja, dass wir also anpacken müssen. Nur dann haben wir eine Chance, auch uns selbst zu entwickeln. Denn stell dir vor, wenn du erkennst als deine wesentliche Aufgabe, der gesamten Menschheit zu helfen, weil dir das dann persönlich auch hilft, dann bedeutet das, dass du einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht hast. Denn du erkennst das große Ganze und du erkennst die Notwendigkeit, an dem großen Ganzen teilzuhaben, damit es auch dir besser geht, und zwar nicht nur dir persönlich, sondern all den Leuten, die dir verpflichtet sind, für die du sorgen musst, deine Kinder, deine Freunde, deine Partner oder was auch immer es ist. Dann ist es ganz wichtig, eben einfach diesen Schritt zu wagen. Ja, viele fühlen sich da vielleicht nicht so ganz wohl und sagen, ja, das kann ich nicht so. Und ja, dann fang im Kleinen an. Du musst nicht gleich der große, riesengroße strategische Macher sein. Es reichen kleine Dinge, kleine Schritte im Leben, die einem dann schon sehr schön zeigen können, auch befriedigend zeigen können, dass man auf dem richtigen Wege ist. Ne? Also insofern finde ich das eine ganz wichtige Aktion. Wir müssen das einfach tun. Ja, ja, und ihr helft natürlich auch mir dabei, denn wenn ihr euch mit einschaltet, dann können wir es überhaupt erst erreichen, das was daraus wird. Ich kann euch dazu
anregen. Ich kann euch Tipps geben. Wir können die Dinge, die euch bewegen, mich bewegen, uns bewegen, diskutieren öffentlich, sodass man also auch darüber mal hört, dass andere anfangen, auch sich darüber Gedanken zu machen, sich zu überlegen, Mensch, ja, was der sagt, ist eigentlich, kann man eigentlich ruhig machen, ne? Okay. Also, das wäre klasse. Und eben einfach diese Informationen streuen und weitergeben. Denn das ist, ist ganz klasse, wenn das wirklich die Runde macht. Und dann wäre ich sehr, sehr stolz auf euch, wenn ihr das hinkriegt, eben so als Multiplikatoren mit zu funktionieren, wenn man das so sagen will. Funktionieren. Ihr wisst, was ich meine. Dass wir eben die Sache breit streuen können. Ja, und natürlich werden wir in diesem Jahr auch weiterhin bei anderen Themen am Ball bleiben. Ich werde weiter kritisch über die Aktivitäten hier unserer DIMS berichten mit all ihren Schandtaten, die sie noch ja für uns geplant haben, in petto haben. Aber wir müssen vor allen Dingen eins tun, wir müssen einen Schritt weiter gehen als bislang, nämlich wirklich anfangen zu handeln. Das fehlte aus meiner Sicht in den letzten Jahren auch ein bisschen aus dieser Abwartehaltung heraus. So denke ich, dass alle gesagt haben, naja, was soll ich mir jetzt groß anstrengen? Der 21.12. kommt eh, dann geht alles kaputt. Und alle haben sie vielleicht insgesamt, insgeheim ein bisschen daran gedacht. Ich habe auch mal eine Weile lang vermutet, gebe ich auch ehrlich zu, dass uns wirklich so etwas wie der Planet X oder irgendein außerplanetarer Körper hier treffen könnte, der uns dann in ziemliche, ja, in ein Chaos stürzen könnte, was allein von uns nicht mehr kontrollierbar gewesen wäre. Und aus dem Grund denke ich, ist es ganz entscheidend, dass wir jetzt solche Ängste mal zur Seite legen, weil solche Dinge geschehen. Wenn es geschieht, werden wir rechtzeitig darüber informieren. Wir wissen jetzt, auf was wir zu achten haben. Wir haben mal Instrumentarien, die wir beobachten regelmäßig, auch wenn sie von den Abgesandten der DIMS kontrolliert werden. Dennoch stehen uns ja diese Instrumente zur Verfügung. Ich habe immer ein Auge drauf. Wir müssen dafür kämpfen, dass unsere Freiheiten erhalten bleiben, ausgebaut werden eigentlich. Dass wir uns die Freiheiten, die uns von der Natur, aufgrund unserer Geburt, unserer natürlichen Geburt, zur Verfügung stehen, einfach auch ausschöpfen. Nicht Angst und Bange machen lassen von irgendwelchen Leutchen, die sich nicht mal ausweisen können und die nicht mal beweisen können, dass sie irgendeine Gewalt über dich haben. Haben sie auch nicht. Kein anderer Mensch kann über dich eine Gewalt haben. Höchstens eine missbräuchliche, verbrecherische Gewalt. Die einzige Gewalt, die man akzeptieren darf, ist die des eigenen Schöpfers. Ja, der darf natürlich auch an uns herum werkeln. Ja, das tut er ja auch. Aber er macht das nicht, um uns zu schaden, sondern um uns zu entwickeln. Und so muss man das sehen. Jeder definiert natürlich den Schöpfer selbst. Das kann man religiös definieren oder sonst irgendwie. Das sei jedem überlassen. Ja, weil ich will hier niemanden in irgendeine Glaubensrichtung hineinzwängen. Oder ihn ja nur solche ansprechen, die eine gewisse Glaubensrichtung haben. Nein, ich bin offen. Jeder darf mir zuhören, egal welcher Religion, welcher Rasse, welcher Nationalität. Es dürfen auch Leute zuhören, und das tun sie eh, aus der Matrix, die auch noch in der Matrix bleiben wollen. Es gibt eine ganze Menge Leute, die mir auch schreiben, wo ich dann gewisse Dinge anspreche, die aber dann nachher einfach sagen, nee, das geht mir zu weit, glaube ich nicht, oder ich habe eine andere Ansicht. Oh, das soll er. Jeder darf seine Ansichten haben. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sehen, bekehren will ich keinen, sollten wir auch gar nicht versuchen, weil das kann nicht funktionieren. Jeder muss selber seinen Erkenntnisprozess in Gang setzen. Ja, gegen den eigenen Willen kann man nichts erreichen. Geht einfach nicht. Gell? Und das Tolle ist, die Vernetzung, die über die Grenzen schwappenden Informationen, die schnelle Verbreitung von Informationen, das werden wir weiter ausbauen müssen. Auch natürlich freue ich mich, wenn man mich und meine Arbeit unterstützt, und das müsst ihr auch tun. Ich habe das hier zum Beispiel angeboten, indem man beispielsweise hier meine Sendungen bestellen kann für die, die sich's leisten können. Ja, das sind auch nicht irgendwie gewerbliche Verkäufe oder sonst irgendwas, es ist einfach nur ein Ausgleich für die Produktion weiterer Sendungen. Das ist dann quasi ja etwas, was ihr mir gebt, und ich kann was zurückgeben. So
ja, kann man das vielleicht definieren. Und wenn das funktioniert, dann ja, kann ich auch weiter hier expandieren oder kann weiter arbeiten an meinen Dingen. Bin auch wieder etwas flexibler hier in der Art und Weise, wie ich vielleicht meine Berichterstattung machen kann. Ich brauche dringend vernünftige Kameras, also die alten Dinger hier. Ich habe tun zwar ihren Dienst, aber ich muss einfach zusehen, dass ich da gutes Handwerkszeug habe. Wenn man mich unterstützen kann, darf ja gerne mit mir Kontakt aufnehmen, radio@wakenings.net, melde ich mich dann gern. Ja, okay. So, das vielleicht auch so einen kleinen Ausblick zu dem, was ich für mich für richtig halte. Eine Sache, was die BRD angeht, wollte ich nicht unerwähnt lassen. Es gibt hier die neueste Tyrannei-Stufe, die eingeläutet wurde auf der Medienebene, nämlich dass man diese Abgabe, die GEZ, wie das hier in der BRD heißt, sofern abgewandelt hat, dass man gesagt hat, also wir machen da jetzt eine Kopfsteuer draus, egal ob du das uns hörst oder nicht, du musst zahlen. Ja? Und das ist natürlich, also da sträuben sich uns natürlich nicht nur alle Haare zu Berge, sondern natürlich ist das ein völliges Unding. So geht's ja nicht. Für die Propaganda, die man da uns aufdrängt, dann auch noch dann dafür zahlen zu müssen, das auf keinen Fall. Und hier ist also absoluter ja, Widerstand notwendig. Es gibt da auch bei mir auf der Seite wakenings.net News einen Link mit GEZ abschaffen, mitmachen. Das ist hier zum Beispiel vom Online-Boykott. Die Seite heißt online-boykott.de. Die sammeln Unterschriften und machen auch Informationen über Klagen und so weiter gegen die GEZ. Das ist ganz wichtig, da sich da mal zu schlau zu machen. Ich weiß nicht, ob es auch noch andere Aktionen gibt. Ich will jetzt nicht nur eine unbedingt zu propagieren. Es gibt vielleicht noch andere, die mir nicht so im Moment präsent sind. Wer da was hat, schickt mir was bitte zu. Wir können das dann auch immer weiter verlinken. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ich brauche ja euch. Ja, ich brauche euch, weil ihr mir klasse Informationen liefert. Ihr sendet mir Links, ob das jetzt hier im Chatraum ist oder per E-Mail oder sonst irgendwie. Könnt mir weiterhin bitte solche Informationen zuschicken, weil ich kann gar nicht alles übersehen. Ich habe zwar meine gewissen Quellen, wo ich immer nachschaue, aber viele Dinge entgehen einem dann doch und das kann ich dann sehr gut brauchen, um das weiter zu informieren, gegenüber allen anderen auch. Ja, ja, und aus dem Grund denke ich mal, sollten wir so weitermachen, wie es sich eigentlich auch schon ganz gut herausgestellt hat. Und vor allen Dingen dürft ihr gerne meine Videos weiter verlinken und Berichte weiter streuen, wie ihr das könnt. Je mehr, desto besser. Ich bin auch dabei, die Archive so langsam wieder in Schuss zu kriegen. Ich bin jetzt schon wieder beim September. Ja, im Moment lade ich da als Links für die vorherigen Sendungen zunächst mal den Link zum jeweiligen Video hoch, weil ich habe ja zu jeder Sendung auch ein Video gemacht. Ob ich und wann ich MP3s zur Verfügung stellen kann, mit Link zum Download für die ganzen Sendungen und so, werden wir sehen. Aber ich weiß, dass der Aufgewachte auch in diesem Jahr mir helfen will, die Best of Detlef zusammenzuschnippeln. Das macht er nämlich ganz prima. Ja, da setzt er sich sicher auch nochmal mit mir in Verbindung, wie wir da weitergehen. Ich will ja diese CD-Serie hier auch noch rausgeben mit Best of Detlef. Die eine sind wir jetzt dabei zu produzieren. Einige Bestellungen liegen da auch schon vor. Die werden dann noch geliefert. Dauert noch einen Moment. Und so weiter. Also wir arbeiten daran, vorwärts zu gehen. Es gab hier einen Tipp von Leuten, die gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal so einen Aufkleber machen für Autoaufkleber oder sonst irgendwas mit Wake News drauf. Hat auch einer gesagt, das will er spenden. Damit beschäftigen wir uns jetzt auch. Ja, aber das könnt ihr auch gerne, wenn ihr sowas unterstützend tun wollt, an mich herantragen. Ich kann euch dann eventuell auch die Grafiken und so dafür zur Verfügung stellen. Nicht? Also da sollten wir wirklich alles dran setzen, um ja diese Informationen so breit wie möglich zu streuen. Und wie gesagt, noch einmal ganz wichtig für alle, das mitmachen. Beim Hartz IV-Reporter,
Ja, bitte euch die entsprechenden Informationen nochmal durchlesen. Kontakt mit mir aufnehmen unter vgu@wakenews.net. Das ist die E-Mail-Adresse für Hartz-IV-Reporter. Die Aktion läuft vom 01.01. bis 31.03.2013. Es gibt nachher drei Bücher vom Ralf Uwehl, Schach der Arge zu gewinnen. Und dann haben wir, ganz wichtig hier, die Aktion für Landwirt Martin Deschler. Nächster Aktionstag ist der 06.01.2013 auf seinem Hof in Grenzach-Wielen. Da wollen wir ihm tatkräftig zur Seite stehen. Ich werde darüber berichten und dann die Informationen hochladen, sodass wir alle was davon haben und sehen, wie es dort weitergeht. Dann ganz entscheidend ist auch das weitere Berichten über andere Sachen. Es ist, Reporter sind für jedes Feld gerne gesehen. Wer sich da bei mir melden möchte diesbezüglich, kann das auch tun. Generell Fragen stellen oder ein Thema besprechen oder so. Bin ich immer offen für alle solche Dinge. Das ist doch völlig klar. Ja, und dann schauen wir noch mal, ob hier was von euch reingekommen ist. Ihr könnt jetzt noch schnell was reinschicken unter radio@wakenews.net. Dann kann ich das noch mit reinnehmen. Schauen wir mal, ob es noch was hat. Gucken wir mal, jetzt kommen wir an die Sachen. Die Dims lachen sich tot. Wenn sich was ändern soll, müssen wir uns wehren. Diese ganze Esoterik und Christengerede ist doch von den Dims ins Leben gerufen worden, damit wir bei unserem Untergang auch noch positiv denken, statt uns zu wecken, zu wehren und diese Drecksbande in die Hölle zurückschicken, wo sie herkommen. Wir müssen handeln und wir sind geliefert. Viele Grüße und ein erfolgreiches 2013. Ja, aber ich bin der Ansicht, dass wir uns mit friedlichen Mitteln und schon auch positiv wehren, weil Streit und ja Gewalt und das kann vielleicht alles noch kommen, wollen wir aber ja nicht, dass das oder wollen wir da unsere Lieben gefährden. Ne? Wenn du anfängst, irgendwie dich mit Waffen oder mit Gewalt gegen irgendwas zu wehren, musst du auch damit rechnen, dass zurückgeschlagen wird und dann können auch ganz viele deiner Lieben schnell dran glauben. Geht schneller, als man denkt. Wichtiger ist es, wir schließen uns zusammen aus meiner Sicht, ja, und organisieren uns, dass wir eine große, starke Menge darstellen, die man nicht mehr so einfach gegen die Wand fahren kann. Okay, hier kommt was noch, voll im Griff. Hallo, es ist fast nicht zu bewältigen. Luft, Schrägstrich, Regen, gleich Chemtrails, Grundwasser, gleich Fracking, Lebensmittel, gleich Genfood, vor allem durch Futtermittel, direkter Eingriff zu Hause, gleich Energiesparbirnen, geplanter reduzierter Wasserverbrauch und so weiter. Ja, aber eben wenn wir uns zusammentun, wenn wir uns gegenseitig helfen, das gemeinsam erkennen, dann können wir uns auch vielleicht davon unabhängiger machen. Das geht nur so, ja, so sehe ich das. Wie willst du sonst darauf Zugriff haben? Du lenkst ja die Flugzeuge nicht, du machst die Einsatzpläne nicht für die Chemtrail-Flieger und so weiter. Du sitzt nicht im Aufsichtsrat der Genfood-Industrie. Aber man kann ganz gezielt sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir bauen unser Zeug selbst an und unsere Nahrungsmittel und so weiter. Wir tauschen nur die Sachen untereinander, die wir für wertvoll erachten. Und damit machen wir Druck auf die gesamte Industrie, auf die Wirtschaft, und was weiß ich. Ja, denke, das ist der Weg, den man gehen kann. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Da kommt noch was. Da schreibt ihr, was immer wieder erwähnt ist, die Geschichte mit dem Frosch und der langsam ansteigenden Temperatur des Wassers. Du weißt schon, wenn man einen Frosch ins kochende Wasser schmeißt, springt er sofort wieder raus. Aber wenn man den Frosch ins warme Wasser setzt und die Temperatur langsam erhöht, merkt es der Frosch nicht. Und wenn das Wasser dann kocht, ist es zu spät und er kann nicht mehr rausspringen, sondern verbrüht. So versuchen es die Dims und die Crabs mit uns Menschen genauso. Leute, wacht auf, seid wachsam, bereitet euch auf unglaubliche kommende Zustände vor. Wehret den Anfang. Und wundert euch nicht, wenn ihr euch wundert, denn dann ist es vielleicht schon zu spät. Ja, okay. Dann schaut doch noch was hier. Hallo, was an der Seele. Das Wort Seele ist die wörtliche Kindheitsform als ein Teil des Sees. Der Schöpfer ist die See. Die Seele ist ein Teil davon. Jeder ist ein Teil des Schöpfers. Jede Seele ist ein Teil des Schöpfers. Wir alle sind der See. Mach weiter so. Okay. Ja, ich danke euch, Leutchen, für eure super Kommentare, Informationen, Ansichten, ja, die müssen nicht immer gleich sein.
Man kann auch konträre Dinge diskutieren, völlig klar. Ja, und so stelle ich mir es auch eben vor. Wenn man sachlich und gut und respektvoll miteinander umgeht, ist das auch sogar dann sehr effizient. Ne? Und es wird viele, viele Trollangriffe geben auf uns, die wir eben etwas Positives ändern wollen. Das ist ganz logisch. Ne? Das ist so. Ne? Kann man nicht ändern. Schauen wir mal. Okay, ja, wir sind jetzt fast durch mit der heutigen Sendung und ich werde auf jeden Fall, wie ich es immer mache, gleich die Sendung auch nochmal wiederholen. Für alle, die es also nochmal hören wollen, nochmal reinschnuppern möchten oder die, die erst später zugeschaltet haben, können dann eben nochmal die Dinge hören. Meine Sichtweise, wie und was wichtig ist für das Jahr 2013. Und da müssen wir uns schon ein paar Gedanken machen, wir müssen auch ein gewisses Konzept verfolgen. Denn das ist ja das, was die Dims und die Crabs auch tun. Die haben einen Plan, den sie schon ja teilweise 2 bis 3 Generationen im Voraus aufgestellt haben. In natürlich immer gewissen Maße natürlich korrigieren. Und deswegen müssen wir einen anderen Plan. Ich würde nicht sagen Gegenplan, weil das wäre wahrscheinlich Energieverschwendung, ja. Sondern wir müssen einen eigenen Plan haben, den stringent und zielsicher durchführen. Und ja, wenn man dann die Züge miteinander vergleicht, dann haben wir da so einen kleinen Haufen, die das machen, die zwar die Zügel in der Hand halten, aber wir sind die dicke, große Masse, die, wenn die sich dann einen Weg bahnt, denen dann eigentlich keinen Platz mehr lassen. Oder? Ne? Wie seht ihr das? Also, Senator vom Wake News Radio, klasse, dass ihr da wart. Ich spiele jetzt hier zum Ausklang noch von Steve Phillips, Downtown, Hellbound, Train, ne? Wo wir schon vom Zug gesprochen haben. Und dann während des Einfädelns der Wiederholung der Sendung kommt nochmal von Compulsive Gambling You Are the Factor. Ja, und klasse. Eben wie gesagt, wenn Künstler zuhören, könnt ihr mir gerne was reinschicken. Spiele ich dann gerne. Ist der Detlef von Wake News Radio. Nächste Sendung ist nächste Woche Dienstag und dann natürlich am Donnerstag immer zwischen 16 und 18 Uhr. Klasse, wenn ihr einschaltet, ist der Detlef von Wake News Radio. Bis dann! Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.